Mein Name ist Matthias Oberbacher. Wer mich nicht kennt, bin pädagogischer Mitarbeiter da im Haus und werde versuchen, heute Abend zu moderieren. Heute Abend befassen wir uns mit einem Thema, das immer wieder zu hitzigen Diskussionen nicht nur in der Politik führt, sondern eben auch in der Gesellschaft und vielleicht mehr im Stammtisch als wie in einem Bildungshaus. Ich habe mir heute ein bisschen mehr Leute erwartet, aber vielleicht werden wir ein bisschen Format ändern und wirklich einmal die Sommergespräche im Gasthaus versuchen. Ein Thema, das immer wieder mit viel Emotionalität und mit Ängsten verbunden ist. Es ist ein Thema, das nach wie vor unter die Haut geht und wo auch, so hat man zurzeit ein bisschen das Gefühl, eher mit Ratlosigkeit umgegangen wird, das fast in allen Lagern, sowohl bei der Politik als auch in Sozialen, als auch in der Wirtschaft. Und wo man nicht recht weiß, wie mit diesem sozialen Phänomen umgegangen werden soll. Es ist ein Thema, das nicht neu ist. Wir haben es immer wieder in der Cusanus aufgegriffen. Ich bin jetzt schon seit 13 Jahren da und das Thema Migration verfolgt mich. Wir haben des Öfteren schon Podiumsdiskussionen hier gehabt. Und besonders bei Wahlen steht es halt immer wieder im Vordergrund. Und Sie wissen es, es ist das Thema der Migration und heute wollen wir ein bisschen der Frage nachgehen, ist jetzt Migration Fluch oder Segen oder ist es beides für unsere Gesellschaft? Denn wie Max Frisch einmal gesagt hat, wir haben Arbeitskräfte gerufen und Menschen sind gekommen und hinzugekommen sind jetzt auch noch eine neue Kategorie, die Flüchtlinge, die natürlich auch die ganze Situation nicht einfacher machen werden lassen. Dazu haben wir Vertreterinnen und Vertreter von drei politischen Parteien in Südtirol eingeladen. Das ist zum einen die Landtagsabgeordnete und Landtagskandidatin der SVP, Magdalena Amhoff. Schön, dass du gekommen bist. Danke. Jetzt habe ich es falsch gemacht. Dann fange ich mit der Brigitte, gehe mit der Brigitte weiter. Immer die Damen. Die Landtagsabgeordnete und Co. Landtagsvorsitzende der Grünen, Brigitte Fupper, hallo. Und dann haben wir noch den Rechtsanwalt und Generalsekretär der Freiheitlichen, Florian von Ach. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Der heutige Abend wird so strukturiert sein, dass ich anschließend einige Daten zur Einwanderung präsentieren werde, denn es geht ja ums Thema Migration, es geht ums Thema Einwanderung, es geht ums Thema Integration. Und ich glaube, da herrscht oft noch viel Unwissenheit. Also ganz kurz einige Daten zu dem Thema. Dann haben unsere Teilnehmerinnen hier und Teilnehmer am Podium die Möglichkeit, ihre persönlichen oder parteiinterne Statements abzugeben rund um dieses Thema. Wir haben jetzt 8 bis 10 Minuten vorgeschlagen. Ich glaube, wir können auch 5 bis 8 Minuten machen. Aber wie gesagt, jeder, was weniger lang redet, ist herzlich willkommen. Dann werden wir kurz ein bisschen nachfragen, wie das eine oder andere vielleicht gemeint ist. Da haben natürlich auch die Vertreterinnen der Parteien die Möglichkeit, nachzufragen und Stellung zu beziehen auf die einzelnen Äußerungen der Kollegen und Kolleginnen. Anschließend geht es dann in die offene Diskussion. Ich hoffe, es gibt einige Fragen oder Sie beteiligen sich. Und schon werden wir einfach ein bisschen über das Thema weiterhin diskutieren. Ende der Veranstaltung haben wir jetzt so ungefähr auf 21 Uhr kalibriert. Es kann natürlich anhand von den Fragen oder von den Leuten ein bisschen länger gehen, ein bisschen weniger lang dauern, wie auch immer. Wir haben ein Video hier aufgebaut. Bitte haben Sie keine Angst. Es wird jetzt aufgezeichnet und es wird so aufgezeichnet, dass eigentlich nur die Teilnehmerinnen hier am Podium erfasst werden. Wenn es in die öffentliche Diskussion geht, kann jeder können wir den Beitrag auch herausschneiden, wie auch immer das gewünscht wird. Also einfach nur, wenn man eine Frage hat, sagen, ich möchte nicht erfasst werden oder mein Statement, möchte nicht, dass es wiedergegeben wird, dann kann man das herausschneiden. Ich habe es kontrolliert, man sieht wirklich nur uns vier. Wenn ich es gewusst hätte, wäre ich noch ein bisschen zum Friseur gegangen. Es geht auch eine Teilnehmerliste, die Runde. Da können Sie Ihren Namen aufschreiben, oder es wäre uns recht, wenn Sie Ihren Namen aufschreiben. Das wird jetzt nicht an den
Kandidatinnen weitergegeben, dass sie mit Wahlwerbung überschüttet werden, sondern es ist rein hausintern die, die Erfassung der Daten fürs Amt für Weiterbildung ist bekannt und die Leute, die da sind, glaube ich, wissen es mittlerweile auch schon. Gut, so viel zur Einleitung. Ich würde jetzt ganz kurz, wirklich kurz einige Daten und Begriffe klären, dass man auch ungefähr wissen, über was wir heute sprechen. Ich würde gern mit einer Begriffsdefinition beginnen, und zwar, wie wird jetzt rund ums Thema Ausländer, Migranten, neue Mitwörter, wird sehr viel untereinander gebraucht, sage ich mal auf Dialekt. Es ist so, dass man eigentlich die Ausländer in drei große Kategorien einteilen kann. Das sind zum einen die Personen, die hier ansässig sind, beziehungsweise hier arbeiten und registriert sind. Diese Kategorie wird wiederum aufgeteilt auf Personen die aus einem EU-Mitgliedstaat kommen. Die EU-Bürgerinnen und Bürger haben fast die gleichen Rechte wie die italienischen Staatspräsidenten, mit einer oder zwei Ausnahmen, dem Wahlrecht. Was haben wir gesagt? Staatsbürger, Entschuldigung, die Staatspräsidentin ist mir jetzt da, den italienischen Staatsbürgern fast gleichgesetzt. Wie gesagt, mit einer oder zwei Ausnahmen, sie können nicht das italienische. Und die jetzt in den Landtagswahlen dürfen sie sich auch nicht einmischen. Sie können aber auf Gemeinderatsebene wählen. Dann haben wir die große Gruppe der Nicht-EU-Bürger. Das sind jene Personen, die eine Aufenthaltsgenehmigung brauchen, um hier arbeiten und leben zu können, oder die eine Aufenthaltskarte haben. Das heißt, wenn sie länger als 10 Jahre ansässig sind, bekommen sie eine Karte, mit der sie einfach länger hier bleiben können. Und dann habe ich, wie ich davor schon gesagt habe, das Thema der Flüchtlinge. Das sind alle Menschen gemeint, die aus unterschiedlichen Gründen gezwungen worden sind, ihre Heimat zu verlassen und jetzt irgendwo anders Zuflucht und Unterkunft suchen. Innerhalb dieser Kategorien gibt es dann auch noch einige Feinheiten, die man jetzt aber vielleicht etwas beiseite legen. Zu den Daten. Das sind jetzt Daten vom ISTAT bzw. vom ASTAT, von Landesstatistikinstitut. Und die haben erfasst, dass am Ende 2017 in Südtirol ungefähr 48.000 Personen ansässig waren. Das heißt, ansässig gemeldet in einer der 116 Gemeinden. Das macht einen prozentuellen Anteil von ungefähr 9,1% aus. Südtirol hat somit einen höheren prozentuellen Anteil an ausländischer Bevölkerung als auf nationaler Ebene. Von nationaler Ebene haben wir einen Durchschnitt von 8,5. Wenn wir uns jetzt aber das Bundesland Tirol anschauen, haben wir einen prozentuellen Anteil von ungefähr 15,5%. Was interessant ist, wenn man die Daten ein bisschen anschaut, ist, dass es im Jahr 2017 wieder zu einem positiven Wanderungssaldo gekommen ist. Das heißt, wir hatten in den letzten drei oder Jahren zuvor das Phänomen, dass mehr Personen von Südtirol weggezogen sind, als von Ausland hinzugezogen sind. Das hat sich 2017 geändert, sodass insgesamt 2017 ungefähr 610 Personen hinzugekommen sind. Ein Phänomen, das wir schon, also das die Migrationssoziologen eigentlich schon länger analysieren, ist, dass wir einen sehr hohen Anteil an ausländischen Kindern haben, die in Südtirol geboren werden. 2017 waren es 745, im Jahr 2016 waren wir ungefähr bei den 680, wenn es ganz da ist. Also das sind Personen, die in Südtirol geboren werden, die hier wahrscheinlich aufgewachsen sind, die aber die Staatsbürgerschaft der Eltern haben. Zu den Nationalitäten, ganz kurz, oder zur kontinentalen Verteilung, ist es so, dass man in Südtirol ein sehr breit gefächertes Spektrum an Nationalitäten haben. Wir haben 139 verschiedene Nationalitäten, das ist ein sehr hoher Anteil. Und wir haben von den Nationalitäten das Phänomen, dass man das einteilen kann mit ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Das heißt, ein Drittel sind EU-Bürger, ein Drittel sind Personen aus einem europäischen Land und ein Drittel aus der Welt.
Die Frauen wir haben mehr ausländische Frauen als Männer hier. Also sind, wenn man es aufschaut, ungefähr 52% sind Frauen. Da muss man aber auch immer unterscheiden, von wo sie kommen. Denn wir haben einen höheren Anteil an Frauen aus den osteuropäischen Ländern oder aus dem südamerikanischen Kontinent als eben den asiatischen oder afrikanischen. Also da muss man auch immer wieder ganz genau schauen, von welchen Staaten bzw. von welchen Kontinenten sie kommen. Zu den stärksten Nationalitäten, das ist mittlerweile schon seit Jahren so, ist an erster Stelle Personen aus Albanien. Das machen ungefähr 11% aus, gefolgt von den Bundesdeutschen, die 9% ausmachen. Adrian lacht, die ungefähr 9% ausmachen. Dann haben wir Personen aus Marokko, Pakistan und aus Rumänien. Wobei bei den Rumänen zu sagen ist, die Rumänen sind die stärkste Nationalitätengruppe in Italien. Zu den Gemeinden, klarerweise die Ballungszentren, da sind auch die meisten Ausländer angesiedelt, Bozen, Meran, Brixen, Leifers und Bruneck. Was aber auffällt, sind natürlich auch die kleineren Gemeinden, besonders an der Brennerroute beim Zugverkehr. Genau, danke. Da haben wir beispielsweise in Franzensfeste gemessen auf die Gemeinde einen Ausländeranteil von 25%, in Salun haben wir 21%, in Weidbruck haben wir immerhin 18%, wobei bei Weidbruck sind wir bei 35 Personen, aber es macht natürlich auch für eine kleine Gemeinde relativ einen hohen Prozentsatz aus und auf dem Brenner haben wir auch immerhin einen Prozentsatz von 16%, was 355 Personen ausmacht. Ein Phänomen in Südtirol ist, dass die ausgestellten Aufenthaltsgenehmigungen doch relativ viele sind mit einer Aufenthaltskarte, die also relativ lang schon in Südtirol wohnen. Das sind immerhin 70%. Der Hauptgrund, und das ist seit Jahren bereits so, ist der ausgestellten Aufenthaltsgenehmigungen sind die eigentlich die Familienzusammenführung, also die Familiengrund, gefolgt. Wenn man jetzt Asyl und humanitären Gründe zusammenfügt, haben wir da ein Novum. Die sind mittlerweile an zweiter Stelle und an dritter Stelle sind die Aufenthaltsgenehmigungen aus Arbeitsgründen. Das heißt also, die humanitären Gründe und die Aufenthaltsgenehmigungen aus Asylverfahren sind in Steigen. Ganz kurz zu den Beschäftigten. Wir wissen, dass in Südtirol fast voll beschäftigt und ist. Es variiert, Saisonsbeginn zwischen 2,8 und 3,5% an Arbeitslose. Wenn man jetzt aber die gesonderte Gruppe der Nicht-EU-Bürger anschaut, haben wir da immerhin eine Arbeitslosenquote von 14,3%. Das heißt, diese Gruppe ist doch sehr anfällig für die Arbeitslosigkeit. Man muss aber sagen, dass 9% der Beschäftigten in Südtirol Ausländer sind. Das ist doch wiederum eine sehr hohe Gruppe. Ganz kurz noch zum Durchschnittsalter, weil das auch immer wieder interessant ist. Der Einwanderer oder der Ausländer in Südtirol ist eine sehr junge Person. Wie gesagt, es ist eine weibliche Person, es ist eine sehr junge Person. Das Durchschnittsalter haben wir bei ungefähr 35 Jahren, wobei der Südtiroler ein Durchschnittsalter von doch 43 Jahren aufweist. Die Fruchtbarkeitsrate ist bei den Ausländern auch höher, das heißt, wir haben eine Fruchtbarkeitsrate von 2,5, während die Südtiroler oder die einheimische Bevölkerung eine Fruchtbarkeitsrate von 1,6 registrieren lässt, wobei das die höchste in Italien ist, wohlgemerkt. Also Südtirol hat die höchste Fruchtbarkeitsrate in Italien. Ganz kurz noch zu den Asylbewerbern, und da komme ich auch schon zum Schluss, weil ich muss ja nicht ich reden, sondern es sind ja die Vertreter der Parteien gefragt. In Südtirol haben wir Mitte Juni, wenn es mir jetzt nicht ganz falsch ist, oder Juli, das sind Daten, die ich jetzt aus einem Artikel von der FF genommen habe, haben wir ungefähr ca. 1400 Asylbewerber, Bewerberinnen auf 30 Einrichtungen aufgeteilt. Das sind natürlich auch Einrichtungen, in kleineren und ländlicheren Gegenden, wie wir wissen, diese Sprachunterkünfte.
Diese 1400 Personen kommen großteils aus Gambia, aus Mali, aus dem Senegal, aus Nigeria, Afghanistan, Irak, Pakistan und Bangladesch. Die Dauer, und damit schließe ich auch schon ab und gebe das Wort weiter, die Dauer des Asylverfahrens beträgt circa 18 Monate. Wobei man auch wiederum einen Rekurs einreichen kann. Also das Asylverfahren kann sich relativ lang hinzögern. Erster Instanz, ja, dann kann man noch zur zweiten kommen, genau. Aber da haben wir eben einen Rechtsanwalt, der das genau. Dann würde ich einfach das Wort den Vertretern der einzelnen Parteien überlassen. Wie gesagt, zwischen 8 und 10 Minuten hätten wir Zeit. Jetzt muss ich schauen, ich muss es genau stoppen. Ich würde einfach mit Ihnen, Frau Ammerhoff, Madeleine, mit dir beginnen und einfach kurz darstellen, wie die SVP zum Thema Migration steht, wie Sie oder du zu dem Thema stehst und kurz auch, wie man das Thema in Zukunft angehen möchte. Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Gäste, lieber Matthias, vielen Dank für die Einladung, dass wir heute auch hier die Gelegenheit haben, miteinander vielleicht auch in einem kleineren Rahmen dieses Thema auch zu diskutieren. Wie gesagt, es wird viel an Stammtischen diskutiert, aber wenn es dann wirklich um lösungsorientierte oder sachliche Diskussionen geht, dann stellen die Leute dem Thema doch auch weitgehend wieder aus. Das Thema Migration, du hast es angedeutet, Migration, was ist es, Fluch oder Segen? Und ich finde auch, dass es von beiden etwas hat. Wir empfinden es im Moment mehr als Fluch. Ich denke, dass wir aber in Zukunft es als einen großen Segen betrachten werden, wenn wir es richtig angehen. Es ist nämlich auch eine sehr, sehr große Herausforderung, aber auch eine sehr große Chance, nicht nur für Südtirol, ich denke für Europa insgesamt. Wenn wir uns auch die demografische Entwicklung anschauen, dann denke ich, dass es wirklich eine Chance ist. Und wenn wir auch, Matthias, du hast vorhin die Zahlen genannt, der Beschäftigten Ausländerinnen und Ausländer in Südtirol, dann ist das auch ein Zeichen dafür, dass diese Menschen, dass dies unsere Wirtschaft, dass unser Land diese Menschen auch braucht. Und warum jetzt auch zum Beispiel die Kontingente zurückgegangen sind von Menschen, die mit Arbeitsvertrag nach Südtirol gekommen sind, das hängt vor allem damit zusammen, dass das Land Südtirol die Kontingente vor etlichen Jahren geschlossen hat und nicht mehr aufgetan hat. Also es werden keine Menschen mehr angeworben, um Arbeit hier in Südtirol zu bekommen. Es wird nicht mehr aktiv nach arbeitenden Menschen gesucht im Ausland, weil einfach das Thema Zuwanderung, Einwanderung so kritisch gesehen wird und vor allem auch, weil Migrantinnen und Migranten im Land sind und man versuchen will, diese Menschen in die Arbeitswelt zu bringen. Ich habe mir, als ich das Thema angegangen bin, zuerst einmal überlegt, wie wir es in der Südtiroler Volkspartei sehen. Und wir gehen immer von dem Standpunkt aus, dass wir erst einmal differenzieren. Und das hat vorhin der Matthias schon ganz klar aufgezeigt. Wir haben Flüchtende, wir haben Asylantragstellende und wir haben eben Migrantinnen und Migranten, die hier in diesem Land sind. Und bei denen gibt es zum einen jene, die hier arbeiten und regulär hier sind und bei diesen Migrantinnen und zum Teil auch bei Geflüchteten haben wir einige hier, die illegal hier sind. Und genau diese Menschen sind jene, die uns vor die große Herausforderung im ganzen Bereich der Migration stellen. Ich glaube, dass wir mit den anderen Gruppen keine großen Schwierigkeiten haben. Fast keine mit den Flüchtenden mehr, die durch Südtirol meistens durchgezogen sind. Das hatten wir damals in der Hochphase der Flüchtlingswelle relativ gut im Griff. Wir haben auch kaum Schwierigkeiten, wenn ich jetzt auch Gespräche geführt habe mit einzelnen Infrastrukturen, wo wir Asylantragstellende untergebracht haben, dort gibt es kaum Schwierigkeiten. Das sind Menschen, die hier Schutz gesucht haben, Schutz gefunden haben und einen Asylantrag bekommen wollen und deshalb auch nicht in ihrem Interesse ist, hier Schwierigkeiten zu erzeugen oder sich nicht unter Anführungszeichen gut aufzuführen. Ich denke, die große Herausforderung wird jetzt noch sein, wie gehen wir mit jenen Menschen um, die einen negativen Asylbescheid bekommen. Wie sieht es damit aus? Werden diese Menschen rückgeführt? Die meisten werden das wahrscheinlich nicht werden. Und wenn es uns nicht gelingt, wohin gehen die?
die verschwinden, die rutschen in die Illegalität ab. Und dann ist der Weg in die Kleinkriminalität leider Gottes eine sehr schnelle. Und hier ist, glaube ich, das ist meines Erachtens oder auch unseres Erachtens das ganz große Gefahrenszenario, wo wir uns auch überlegen sollten, inwieweit wir hier auch für diese Schutzbedürftigen oder für diese Menschen auch Unterkünfte oder Möglichkeiten auch schaffen, beziehungsweise sie in Übergangszentren unterzubringen, wenn sie schon nicht hier bleiben dürfen, dann ihnen doch irgendwo die Möglichkeit geben, auf eine legale Art und Weise zurückzukehren. Das sind die großen Gefahren. Ansonsten haben wir sehr viele positive Erfahrungen auch mit Migrantinnen und Migranten gemacht. Und ich war selbst hier in der Stadt Brixen für einige Zeit als Stadträtin für diesen Bereich zuständig. Und wir haben Begegnungspunkte geschaffen, wir haben Integrationsmomente geboten. Und ich glaube, hier passiert auch in den Gemeinden sehr, sehr viel. Es wird viel unternommen und es gelingt auch ganz viele dieser Menschen zu integrieren. Nicht gut zu integrieren, aber doch in einer gewissen Weise in diese Gesellschaft hereinzuholen. Und wir als Südtiroler Volkspartei haben im Jahr 2008 angefangen, und das ist bei weitem spät, das gebe ich zu, uns um Migration und Integration zu kümmern. Und wir können in diesem Land mehr oder weniger ganz konkret nur im Bereich der Integration aktiv werden. Das ist eine der großen Problemstellungen wahrscheinlich auch. Und dann hat man angefangen, dieses Integrationsgesetz zu schreiben, das ein Versuch ist, das als Versuch oder als Gesetz noch immer da ist, wo man durchaus auch noch weiterarbeiten muss, auch andere Aspekte der Integration einfügen sollte. Und der erste Schritt hin zu diesem Integrationsgesetz war Integration über Sprache. Aber da sind wir weit darüber hinaus in der Zwischenzeit. Integration gelingt nicht nur über Sprache, das ist ein Teilaspekt. Er gelingt über Sprache, er gelingt über Arbeit, aber er gelingt auch über ehrenamtliches Engagement, über das Einbinden dieser Menschen auch in die Zivilgesellschaft. Und das muss uns gelingen. Und wir haben uns, und als Südtiroler Volkspartei, und das ist vielleicht auch ein Punkt, der nicht ganz gelungen ist, wir haben uns einzig und allein auf die Kinder, auf die Schülerinnen und Schüler konzentriert. Ein ganz wichtiger Punkt sind aber vor allem in der ersten Generation auch die Männer und vor allem die Frauen. Und wenn wir vorhin die Zahlen gehört haben, 52% der Frauen, der Zuwandererinnen sind Frauen, dann glaube ich, müssen wir noch einmal ganz verstärkt das Augenmerk auf diese Menschen legen. Und das ist auch immer mein Ansinnen gewesen, Frauen hereinzuholen in diese Gesellschaft, in unsere Gesellschaft, um gemeinsam zu wachsen. Über Frauen passiert ganz, ganz viel. Frauen sind für die Erziehung der Kinder verantwortlich. Frauen sind den ganzen Tag mit diesen jungen Menschen auch beisammen. Und Frauen haben meistens auch zu Hause ganz oft das Sagen. Und dann auch gegenüber ihren Männern. Und dadurch kann eigentlich Integration am ehesten gelingen. Und infolgedessen haben wir eben versucht, auch Integrationsleitfäden für Gemeinden zu erarbeiten. Es ist damals auch in einem Programm der Südtiroler Volkspartei so vorgesehen worden. Diesen Leitfaden gibt es in der Zwischenzeit. Es gibt auch Willkommensbroschüren. Aber ich denke, das ist alles noch nicht genug. Wir brauchen ganz stark auch dieses persönliche Hingehen zu neuen Familien, die herkommen, das persönliche Gespräch suchen. Sie gehen nicht von sich alleine irgendwo hin. Wir haben es hier in der Gemeinde Brixen. Ich habe damals nach einer Reise in die Schweiz, wo wir uns verschiedene Integrationsbeispiele angeschaut haben, und die Schweiz ist ein langes Einwanderungsland, schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Wir haben es uns dort angeschaut. Dort gibt es Willkommenstage. Wir haben das auch hier dann versucht zu etablieren, einen Willkommenstag in der Gemeinde Brixen. Das funktioniert aber begrenzt. Und das Interessante war bei diesem Willkommenstag, gekommen sind eben die Bundesdeutschen, gekommen sind die Österreicher und gekommen sind auch jene, die aus anderen Gemeinden Südtirols nach Brixen zugewandert sind. Und es waren nur sehr, sehr wenige Menschen aus Nicht-EU-Staaten. Und insofern einfach haben wir auch gemerkt, das Format ist nicht genau das für diese Menschen. Diese Menschen muss man wahrscheinlich abholen. Und davon bin ich immer mehr überzeugt. Ja, und weil eben Integration eine Kompetenz des Landes ist, bin ich der Überzeugung, dass wir vor allem dort ansetzen müssen. Ich möchte aber noch ganz kurz erwähnen,
weil ich nur noch 2 Minuten habe, 2 Punkte, und einmal die internationale Herausforderung und dann das Thema der Sicherheit und der Angst. Die internationale Herausforderung ist da, wollen wir manchmal einfach nicht wahrhaben. Das ist nicht ein Phänomen, das Südtirol alleine betrifft oder das Europa alleine betrifft. Hier ist unglaublich viel Geld dahinter. Mittlerweile hat der Menschenhandel bei weitem umsatzmäßig den Waffenhandel und auch den Drogenmarkt überholt. Wir reden hier von einer Kriminalität auf sehr hohem Niveau. Doch, hat es überholt. Woll hat es überholt. Können wir das? Doch. Hat es mittlerweile überholt. Ja, aber der Menschenhandel hat mittlerweile auch diesen Markt überholt. Und deshalb bewegen wir uns hier in einem Spektrum, den wir alleine nicht bewältigen können. Und gerade deshalb ist dieses Thema der Migration nicht ein Thema, das wir alleine bewältigen können, sondern das wir auf europäischer Ebene, auf internationaler Ebene lösen müssen. Wir hier können im Kleinen unseren Beitrag leisten, werden wir auch tun. Und wenn es um die Sicherheit in diesem Land geht, dann werden wir auch schauen, den Menschen wieder die Sicherheit zurückzugeben. Das geschieht über Vertrauen. Denn wenn ich mir manchmal auch die Situationen hier anschaue, wir sind in keiner so schlechten Situation. Ich habe auch manchmal ein ungutes Gefühl, wenn ich durch den Bozner Bahnhofspark durchgehe. Aber nichtsdestotrotz können sich die Menschen bei uns immer noch sicher fühlen. Und ich komme jetzt zum letzten Satz, wenn ich noch ganz schnell darf. Der allerletzte Satz. Es ist zum Teil oft auch eine sehr, sehr geschürte Diskussion. Denn wenn irgendetwas passiert, dann wird es immer nicht nur durch die mediale Berichterstattung, sondern auch von uns Politikerinnen und Politikern dermaßen verstärkt, dass die Menschen erst dadurch noch richtig Angst bekommen. Und dessen müssen wir uns auch bewusst sein. Und wenn wir jetzt nach Deutschland schauen, wenn wir nach Chemnitz schauen, dann sehen wir, dass es vor allem eine Verstärkung durch Politik und durch mediale Berichterstattung ist und dadurch die Menschen noch einmal mehr aufgehetzt werden, anstatt dass die Politik ihre Aufgabe wahrnimmt, die Menschen zu beruhigen, zu besänftigen und ihnen Vertrauen zurückgibt. Danke. Frau Amhoff, ich würde jetzt zu Ihnen kommen, Herr von Ach. Die Freiheitlichen haben sich ja das Thema Migration seit jeher ein bisschen auf die Fahnen geschrieben. Sie haben sich auch sehr oft dagegen ausgesprochen. Uns würde jetzt ein bisschen interessieren, wie sehen Sie dieses Phänomen, wie sieht die Freiheitliche Partei die Entwicklung auch in diesem Land und wie gedenkt die Freiheitliche Partei auch damit umzugehen? Ja, also zum einen... Also, liebe Magdalena, ich kann dir eigentlich in so ziemlich fast keinem Punkt recht geben. Und es fängt schon mal an mit der Definition, ob Migration Fluch oder Segen ist. Also, es ist nicht von beiden ein bisschen was. Meines Erachtens ist es weder Fluch noch Segen. Diese zwei Begriffe sind sehr religiös konnotiert. Das mag vielleicht diesen geheiligten Hallen der Cusanus Akademie geschuldet sein, bis zu einem gewissen Grund. Das mag durchaus verständlich sein. Aber es trifft auf dieses Phänomen beides nicht zu. Denn zum einen ist die Migration sicher kein Fluch. Und zwar kein Fluch im Sinne einer biblischen Plage, der wir da völlig schutzlos und hilflos ausgeliefert sind. Nein, Migration kann man steuern. Migration muss man steuern. Und Migration muss man auch kontrollieren. Das, was derzeit abläuft, gerade wenn ich jetzt den Bereich Flüchtlinge anschaue, ist genau das Gegenteil davon. Was wir hier erleben, ist seit 2015, seit dieser berüchtigten Grenzöffnung durch Angela Merkel, ein totales Vorherrschen einer sogenannten Gesinnungsethik. Die mag für einen Einzelnen durchaus zulässig sein, die eigene Gesinnung, das eigene Gewissen in den Mittelpunkt zu stellen, aber von Politikern erwarte ich mir Verantwortungsethik. Und Verantwortungsethik nach Max Weber bedeutet, nicht das eigene Gewissen, nicht die eigene Gesinnung in den Vordergrund zu stellen, sondern auf das Gesamtgesellschaftliche zu schauen und dieses immer mitzudenken. Und unseres Erachtens wird hier das nicht gemacht, denn unseres Erachtens ist die Migration, wie sie derzeit abläuft, schlichtweg schädlich. Sicherlich in Bezug auf diese Flüchtlinge, die hier völlig unkontrolliert nach wie vor reinkommen. Der zweite Punkt ist, du hast angesprochen, die Frauen, also mit Verlaub, dass die Frauen zu Hause das Sagen hätten, also da muss man auch differenzieren. Das mag für die gut integrierten Osteuropäer so sein, ich nehme an, bei den Bundesdeutschen ist es auch durchaus der Fall, dass die Frauen das Sagen hätten.
zumindest wird es manchmal so berichtet, aber genau bei den Einwanderergruppen, mit denen wir die größten Probleme haben, nämlich aus dem arabischen, islamischen Raum, ist das mit Sicherheit nicht in diesem Ausmaß der Fall. Und da müsste man schon mal grundsätzlich ansetzen. Auch diese sogenannte Willkommenskultur, die du da angesprochen hast, sehen wir als verfehlt an. Eine Willkommenskultur ist unseres Erachtens nicht nur notwendig, sondern sogar schädlich. Sie stellt einen Pull-Faktor dar. Einen Pull-Faktor, der völlig falsche Erwartungen in den Ländern, die Gegenstand von Auswanderung sind, aber erweckt, die hier dann auch nicht erfüllt werden. Wenn wir hier eine Willkommenskultur weiter pflegen, dann wird dort weiterhin der Eindruck bestehen, die Starken, die Jungen, mit Unterstützung des ganzen Stammes, weil es kostet ja Haufen Geld, diese Überfahrt, über das Mittelmeer ist sehr gefährlich, deswegen kommen ja auch stark junge Männer, die anderen würden diese Überfahrt ja meistens nicht überstehen, und werden weiterhin kommen und werden weiterhin drücken. Genau das Gegenteil wünschen wir uns Freiheitliche. Wir wünschen uns klare Regeln, aber auch ein klares Signal nach außen. Keine Willkommenskultur mehr, sondern Einwanderung strikt so, wie es klassische Einwandererländer, und mit Verlaub, die Schweiz ist kein klassisches Einwandererland, Amerika ist ein klassisches Einwandererland, Australien ist ein klassisches Einwandererland, genau wie es diese Länder praktizieren. Auch in der Wirtschaft, weil sie immer gesagt hat, Wirtschaft braucht Migration, braucht ausländische Arbeitskräfte, mag schon sein. Allerdings auch die Wirtschaft ist hier in die Pflicht zu nehmen. Es kann nicht sein, dass sich die Wirtschaft auf Kosten der Gesamtgesellschaft schwer integrierbare, billige Arbeitskräfte aus dem Ausland holt und dann die gesamten Integrationskosten und die gesamten Probleme der Gesamtgesellschaft aufbürdet. Das kann nicht sein, ist im Übrigen auch völlig unsozial. Dann, wenn du gesagt hast, Magdalena, ja, wir müssen schauen und wir müssen tun und wir müssen machen und damit die sich wohlfühlen und so weiter und so fort. Wie gesagt, differenzieren, das ist ein Punkt, da gebe ich dir recht. Differenzierung ist hier angesagt zwischen Leuten, die hier Arbeit finden, die hier in die Sozialsysteme integriert sind, die hier einzahlen, die sich anständig benehmen, die sich hier integrieren. Und denen, die ungerufen kommen, wenig Perspektive haben, gar keine Bleibeperspektive zum Teil, weil wir wissen, die meisten dieser Flüchtlinge werden einen negativen Asylbescheid bekommen. Wir sind hier für eine konsequente Abschiebung und nicht für irgendein Herumdrucksen oder legale Möglichkeiten machen, denn das hebelt den Rechtsstaat aus. Und wie möchte man denn den Rechtsstaat dann rechtfertigen vor den Bürgern, wenn die Gesetze nur für die eigenen Bürger gelten und nicht für die Flüchtlinge? Und wie möchte man zum Beispiel dann den Einheimischen, und auch da sagen wir Freiheitliche klar, im Gegensatz zu dem, was Angela Merkel unter Einheimischen versteht, nämlich all diejenigen, die schon länger hier leben, das sind für uns nicht die Einheimischen. Die Einheimischen für uns sind diejenigen, die hier geboren sind, die hier gearbeitet haben, die dieses Land mit aufgebaut haben, die hier die Steuern zahlen, die unsere Bürger sind, die unsere Wähler sind und die Enkel und Urenkel derjenigen sind, die dieses Land nach dem Krieg wieder aufgebaut haben. Das sind für uns die Einheimischen und nicht länger hier Lebende. Und hier wünschen wir uns eine klare Kante und nicht das Herumgedruckse, das unseres Erachtens nicht zu nichts bringt. Und das die ganzen Probleme nur verstärkt, denn diese Menschen kommen, das mögen alles arme Menschen sein, das stelle ich nicht in Abrede, aber es sind nicht alles nette Menschen und es sind, weiß Gott, auch nicht alles Fachkräfte. Das wurde vorgegaukelt lange. Ich weiß noch, die Parteikollegin von der Frau Foppa in Deutschland, Göring-Eckardt, hat dieses Wort der Menschengeschenke geprägt, die jetzt zu Tausenden kommen, und wie sie sich freut darauf, dass Deutschland sich nun verändert. Nun, die Veränderungen fanden bekanntlichermaßen nicht unbedingt zum Besseren statt. Und das ist ein Problem, das unseres Erachtens mit klaren Antworten, klaren Regeln und einem Management angegangen werden muss, das auch vor unpopulären Maßnahmen nicht zurückschreckt. Und ich darf abschließend noch auf einen Aspekt verweisen, der mittlerweile meines Erachtens aus der Diskussion fast völlig verschwunden ist durch diese Flüchtlingsströme, die zu uns kamen europaweit. Und das war, dass bevor es 2015 zu dieser Grenzöffnung kam und bevor die über die Mittelmeerroute und Balkanroute und so weiter diese Menschenmassen kamen, war eine ziemlich angeregte Diskussion über die zweite Generation der Ausländer, zum Beispiel in Deutschland im Gange.
wie schlecht die integriert sind, wie schlecht deren Arbeitschancen sind, dass sie gegenüber der ersten Generation an Einwanderern massiv zurückfallen. Bei der dritten Generation sollte es, so damals stand der Diskussion, ich persönlich arbeite damals in Frankfurt, einer der Brennpunkte im Übrigen in Deutschland in dieser Hinsicht, dass in der dritten Generation befürchtete man noch viel Schlimmeres und noch viel einen größeren Rückschritt. Da sprechen wir über Millionen an Menschen in Deutschland, aber auch in Österreich. Wir haben dieses Phänomen noch nicht so in diesem Ausmaß, aber dieses Problem wird komplett in den Hintergrund gerückt, fällt aber auch in diesen ganzen Komplexbereich rein. Also wenn wir da über dieses grundsätzlich über das Migrationsthema sprechen, ist auch dieses noch mitzudenken. Und unserer Ansicht nach ist ja ganz klar, die Grenze ist schon überschritten. Migration ist kein Fluch, sie ist auch kein Segen, sondern es ist ein Problem, das klar gemanagt gehört. Mit klaren Regeln und auch klaren Konsequenzen. Also bei negativem Asylbescheid wird die Abschiebung die Folge sein, muss die Abschiebung die Folge sein. Bei positivem Asylbescheid und Straffälligkeit muss die Abschiebung die Folge sein, dann hat der Mann sein Gastrecht verwirkt. Und bei positivem Asylbescheid muss auch eines klar sein, Asyl ist ein Recht auf Zeit. Und wenn der Asylgrund wegfällt, dann fällt auch das Asylrecht weg. Ich darf in diesem Zusammenhang an den Bosnienkrieg erinnern, auch noch nicht so lange her. 350.000 Bosnier sind damals zu Recht, weil wirklich massivsten Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt, Vertreibungen ausgesetzt, Mord und Totschlag, Vergewaltigung ausgesetzt, zu Recht nach Deutschland geflüchtet und wurden auch anerkannt. Aber als dann der Krieg in Bosnien mit dem Abkommen von Dayton beendet war, war der damalige bosnische Staatspräsident Alija Izetbegovic kam nach Deutschland und hat auf Schalke, in der Gelsenkirchener Schalke Arena, eine Rede vor 70.000 Landsleuten gehalten und hat sie angefleht, zurückzukommen. Er meinte damals sinngemäß, kommt zurück. Noch eine Minute. Wir brauchen jeden Mann, jede Frau und jedes Kind. Denn wer soll denn sonst den Aufbau dort durchführen? Den Wiederaufbau. Und genau so kam es. Von 350.000 Bosniern sind 300.000 wieder in die Heimat zurückgekehrt. Und das galt damals, weiß Gott, nicht als unmenschlich. Das war ganz normal. Und genau das muss auch das Ziel sein. Gut, danke Herr von Ach für Ihre Stellungnahme. Ich würde jetzt das Wort der grünen Vertreterin Brigitte Fuppa überlassen und Sie zu Ihrer Stellungnahme bitten. Danke. Ja, danke Matthias. Schönen guten Abend an ihr, die ihr hier seid. Wenn man zu einer Podiumsdiskussion geladen wird, und zu diesem Thema werde ich sehr oft geladen, dann kann man natürlich herkommen und das immer wieder Gesagte abspulen. Ich nutze es lieber auch als Gelegenheit, auch nochmal das Thema zu überdenken, denn es gibt immer wieder neue Facetten. Und den Gedanken, den ich mir heute gestellt habe, ist dieser: Warum ist in Europa das ja, und auch in Südtirol, das ja seit Jahrzehnten mit Migration konfrontiert ist, dass Migrationen aus dem eigenen Bauch in die Welt erlebt hat, dass Migrationen in alle Richtungen erlebt hat. Warum ist gerade jetzt angesichts der Menschen auf der Flucht so ein Thema geworden? Und auch in Südtirol, du hast selbst, Matthias, die Daten vorgelesen. Ich finde das sehr wichtig, dass man sich mit Sachkenntnis einem Thema nähert, gerade einem solchen emotionalen Thema. Deswegen bin ich sehr dankbar auch für diese Einleitung. Und ich habe mich auch nochmal gefragt, angesichts von über 40.000 Migrantinnen und Migranten, die in Südtirol arbeiten, leben und arbeiten, warum gerade die 1.700 circa Menschen auf der Flucht so ein Reizthema geworden sind. Man kann das damit vergleichen, Harald Welzer, der vergleicht das Europa der 500 Millionen Einwohner und der zugekommenen 3 Millionen Menschen auf der Flucht, mit einem Saal von 500 Menschen, und nachdem Südtirol 500.000 Einwohner hat, passt das auch sehr gut. Und man kann sich da das Bozner Walterhaus vorstellen, da sitzen 500 Menschen drin und ein bis zwei Menschen kommen dazu. Und das ganze Walterhaus schreit, das halten wir nicht aus. Das geht nicht, es ist zu viel, das Boot ist voll, das schaffen wir nicht. Das ist undenkbar eigentlich. Denn eine Kultur, die für die in sich gestärkt ist, die von sich selbst überzeugt ist, die hat mit diesen wenigen Personen kein Problem. Aber es gibt es. Das Problem gerade auch der Ablehnung ist sehr stark.
Und ich habe dann nochmal nachgedacht an die verschiedenen Wellen, die auch durch Europa gegangen sind, Wellen der Migration. Und da gibt es ein sehr interessantes Buch. Ich war heuer auf dem Weg in die Türkei, habe verschiedene Balkanstaaten bereist und habe da ein Buch von Cem Özdemir, unserem grünen Parteikollegen und Freund, gelesen, der ja selbst Kind von türkischen Migranten der 60er Jahre ist. Und er beschreibt gerade sehr gut den Zusammenhang mit der Wirtschaft, der auch hier aufgeworfen wurde. Und es gab da in Deutschland diese Wellen. Erste Migration wurden Menschen gebraucht, es wurden Arbeitskräfte gebraucht, es wurden insbesondere Südeuropäer nach Deutschland geholt. Dann kam die Welle der Türken. Es gab ebenfalls Abkommen mit der Türkei, Menschen nach Deutschland zu holen, weil sie gebraucht wurden. Da hat es damals schon ein bisschen konservative Regierungen gegeben und Besorgnis darüber, was tut man, wenn diese Menschen im Land bleiben. Damals, wer ist es, sind nicht die Gutmenschen dann gewesen, die zum Beispiel gesagt haben, machen wir längere Aufenthaltsdauer für Menschen, die, für Arbeitsmigranten, die waren ursprünglich auf ein Jahr begrenzt und den Familienzuzug und so weiter. Das war die Wirtschaft, die das gefordert hat. Denn sie hat gesehen, alle Jahre neue Arbeitskräfte ausbilden, alle Jahre, also Menschen, die so kurzfristige Perspektiven haben, die sind problematisch für die Gesellschaft, aber vor allem für ihre Betriebe. Und deshalb ist dann Deutschland dazu übergegangen, längere Aufenthalte und Familienzuzug zu ermöglichen. In Südtirol idem, Magdalena hat schon darauf hingewiesen, als die Kontingente der Arbeitsmigranten eingeschränkt wurden oder gar aufgehört haben, da haben auch nicht die Grünen und die Gutmenschen geschrien und protestiert. Da hat der HGV protestiert, da hat die Landwirtschaft protestiert und da ist ein Pflegenotstand in Gang gekommen. Deshalb glaube ich, dass wir als Südtiroler Gesellschaft, vielleicht auch als europäische Gesellschaft, mit Migration so lange umgehen können, solange sie uns nützt. In dem Moment, in dem es nicht mehr um uns geht, sondern in dem es um die Menschen geht, die flüchten, aus ihren Gründen, nicht weil sie von uns angeheuert werden oder weil wir sie brauchen. Und wir brauchen sie. Wir brauchen sie, denn wir brauchen nur in unsere Familien schauen, wer da die alten Leute pflegt. Und wir brauchen nur ins Krankenhaus schauen, wir brauchen nur in die Hotels gehen, wer da serviert also, und wer da die Teller wäscht. Also da brauchen wir uns gar nichts vorzulügen. Gar nichts vorzulügen, sonst sind wir nicht ehrlich. Und wenn wir aber von den Menschen ausgehen, die nicht wir gebraucht haben, sondern die vielleicht uns brauchen, da ist unsere Großzügigkeit dann wieder sofort am Ende. Und das ist das, was ich uns als Südtiroler Gesellschaft, als europäischer Gesellschaft wirklich vorwerfe. Denn ich denke mir, gerade solange wir uns in diesem Rahmen bewegen, da können wir uns vielleicht das leisten. Und ich glaube auch, wir müssen es uns leisten, weil wir eine Verantwortung haben für diese Flucht. Ich meine, es ist hier, glaube ich, auch in diesen Hallen oft schon gesagt worden, die Verantwortung von Europa für das Elend in Afrika, das ist in den 70er Jahren, wurde darüber eigentlich immer wieder diskutiert in den Schulen. Als ich Grundschule gegangen bin, war das ganz normal, da war die große Biafra-Krise und da haben wir uns noch verantwortlich gefühlt für den Hunger in der dritten Welt, hat es damals geheißen. Heute, wo das Ganze über Wirtschaftsabkommen geht, wo das Ganze über Freihandelsabkommen und so weiter geht, fühlen wir uns von der Ausbeutung von Afrika nicht mehr zuständig. Und ich finde, das ist auf humanitärer Ebene kriminell. Kriminell. Deshalb, wir müssen nochmal daran auch zurückdenken, also wir sprechen jetzt von dieser Flüchtlingskrise und es ist ja wirklich so, dass momentan die Migrationspolitik in Europa wird über das Asylrecht gesteuert und das ist eine brutale Verfehlung. Denn man kommt ja nicht herein ohne Arbeitsvertrag. Also man kommt nach Europa oder nach Italien insbesondere seit dem Bossi-Fini-Gesetz nicht ohne Arbeitsvertrag. Und sagt mir, wie viele Leute kommen mit einem Arbeitsvertrag. Ich meine, das ist ja im geringsten Fall möglich. Also die meisten kommen gerade auch in letzter Zeit über das Asylverfahren. Und wir müssen daran erinnern, wann das jetzige Asylrecht entstanden ist mit der Genfer Konvention. Und man hat damals angesichts von Millionen von Menschen auf der Flucht die Ursachen jener Zeit sich angeschaut und hat die ins Asylrecht geschrieben. Das war Krieg, das war Verfolgung aus Gründen der Rasse, aus Gründen der Religion, aus Gründen der sexuellen Orientierung und so weiter. Wenn wir heute ehrlich wären und global denkend, dann müssten wir hier mindestens noch dazu nehmen das Thema Klima, denn zunehmend werden Menschen ihre Welt verlassen müssen, weil sie in einem, in,
in einem dürren Land sind und dort nicht mehr zu essen. Und wir mit unserem, auch mit unserem Energieverschleiß in Europa, mit unserem CO2-Ausstoß, haben da einen Beitrag, denn das Klima macht nicht am Alpenrand halt, die Klimaveränderung, die Klimaerwärmung. Und schließlich muss man auch noch wahrscheinlich auch noch weitere Themen mit ins Asylrecht aufnehmen. Das ist momentan nicht möglich. Also internationale Beobachter sagen, es ist momentan nicht möglich. Deshalb befinden wir uns jetzt in der Situation, die auch Magdalena angedeutet hat, dass wir natürlich Menschen haben, denen hier kein Asyl erhalten werden. Man kann aber trotzdem, wenn man es will und wenn man nicht wie ein kleines Kind sagt, nein, wir wollen das nicht und wir brauchen nur unseren Kopf unter einen Teppich stecken, dann ist das Phänomen weg, ist nicht weg. Wenn wir es wirklich steuern wollen, dann müssen wir auf Integration setzen. Und es gibt gute Beispiele, auch in Südtirol, wir gehen nach Mals. In Mals sieht man das, wie viele Menschen, das sind, glaube ich, über zwischen 40 und 50 Menschen auf der Flucht untergebracht. Viele arbeiten, der Großteil arbeitet, der Großteil hofft dann auch über Arbeitsintegration hier bleiben zu können. Und damit ist das Fallen in die Illegalität auch ein Stück weit, die Gefahr dieses Fallens auch ein Stück weit zurückgenommen. Man kann natürlich auch anders tun. Man kann sagen von vornherein, entweder es kommt gar niemand, wir schicken wir die Leute ruhig zurück in den Hunger, lassen wir sie ruhig auch ertrinken zum Teil. Machen wir die Augen zu vor dem, dass an den Außengrenzen Europas wir ganz neue Pulverfässer schaffen. Ich habe gerade heute noch mal recherchiert, wie die Lagersituation in der Türkei ist. Wie die Misshandlungen in Libyen sind, davon, glaube ich, ist mittlerweile viel bekannt. Bilder, die uns fehlen und die immer wieder verschüttet sind von den Bildern von den Menschenmassen, die da irgendwie ankommen, die keine Menschenmassen sind. Also, ich glaube, verantwortungsvolle Integrationspolitik setzt eben auf Integration. Es ist der einzige Weg und es ist eben nicht Fluch oder Segen, sondern es ist Fakt. Es ist ein Fakt, den es anzunehmen gilt. Dass es hier kulturelle Veränderungen gibt, ob die dann positiv sind oder negativ, das wird uns die Zeit zeigen. Aber wir haben die Möglichkeit, hier etwas Gutes zu schaffen oder uns einfach nur abzuschotten, wie deine Parteikollegen dann vorschlagen, in Gastarbeitersiedlungen die Menschen unterzubringen oder ihnen sogar die Fahrradkurse für die Frauen zu verwehren. Denn das hat die Kollegin immer schon drüber gewettert, dass es die gar nicht geben soll. Dabei sind das die einzigen Wege, Menschen wirklich auch hier ankommen zu lassen. Und wenn sie ankommen, dann werden sie sehr viel eher einen positiven Beitrag zur Gesellschaft geben und zu einer gemeinsamen Entwicklung, der wir uns verschließen können, die aber ganz sicher auf die eine oder andere Weise auf uns zurückfallen wird. Gut, danke Brigitte Foppa. Magdalena Amhoff hat sich schon zu Wort gemeldet. Bitte. Na, zum Thema Rückführung nochmal. Das möchte ich einfach nochmal kurz andiskutiert haben. Wie stellen wir uns die Rückführung von Straffälligen oder von Menschen, die keinen positiven Asylbescheid bekommen, vor? Viele dieser Menschen, wir wissen oft nicht genau, aus welchen Staaten sie kommen. Wir haben keine Abkommen mit den jeweiligen Herkunftsländern. Es ist nicht einfach möglich, die in ein Flugzeug zu stecken und drüber zu fahren. Das geht so nicht. Und ich war zufällig bei einer Debatte im Deutschen Bundestag dabei, als über diese Rückführungsabkommen mit den Maghreb-Staaten diskutiert wurde und schlussendlich wurde dieses Rückführungsabkommen auch abgeschlossen. Und man hat darüber auch debattiert, mit welchen Staaten das noch zu machen ist und wie dringlich dies wäre. Aber man scheitert hier schlichtweg auch an der Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern, wo diese Leute herkommen, weil es zum Teil einfach keine demokratischen Regierungen gibt, diktatorische Regierungen sind oder zum Teil überhaupt keine Regierungen an der Macht sind. Deshalb, also das ist für mich immer noch ein Punkt, wo ich einfach sage, wir können alle, ich sage auch, Straffällige gehören rückgeführt, aber wie? Für mich erschließt sich das nicht ganz. Und der zweite Punkt ist, ich war mittlerweile schon 6 Jahre her in Lampedusa und habe dort die Flüchtlinge dort, die Ankommenden sind komplett abgeschottet. Also man hat keine Möglichkeit zu diesen auch annähernd heranzukommen oder mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Frühmorgens vielleicht in der Bäckerei oder beim Zeitungshändler kriegt man mit, dass die vergangene Nacht 750 Menschen aus Somalia gestrandet sind. In der Früh sieht man von alledem nichts mehr. Und was ist? Diese Menschen verbrennen sich die Fingerkuppen, damit sie nicht registriert werden können. Da geht keine Registrierung mehr. Die haben sich die ganzen Fingerkuppen abgebrannt. Das macht das ganze Thema einfach verdammt schwierig. Und deshalb auch eine Rückführung zum Teil unmöglich. Ich glaube, jeder würde Geld in diese Rückführung investieren. Und
Wenn ich vorhin gesagt habe, in diese Identifizierungs- und Ausweisungszentren diese Menschen zu schicken, um ihnen vorübergehend einfach eine Bleibe zu geben, damit sie nicht komplett in die Illegalität abrutschen und damit automatisch auch in die Kleinkriminalität, dann denke ich, ist das ein Weg, ein Zwischenzentrum, das aber auch keine Lösung ist. Und im letzten Jahr, also seit einem Jahr, wurden in etwa 16 oder ziemlich genau 16 Menschen aus Südtirol, die einen negativen Asylbescheid bekommen haben und dann auch straffällig geworden sind, in dieses Abschiebezentrum nach Turin verlegt. Es wird schon was gemacht, aber es ist nicht so einfach, wie von euch Freiheitlichen propagiert, alle weg. Das stelle ich mir einfach unglaublich schwierig vor. Vor allem, was wollen wir tun? Wir wollen hohe Mauern um Südtirol rum bauen. Wir schotten uns komplett ab. Da kommt keiner mehr rein und keiner mehr raus. Soll das ausschauen? Aber sind solche Rückführungszentren ganz konkret jetzt auch in Südtirol geplant? Oder zurzeit ist das nicht Thema der Landesregierung? Nein, die werden nicht hier geplant. Das ist, weil es ja auch staatliche Kompetenz ist, hat der Staat solche Rückführungszentren errichtet. Das für Norditalien befindet sich in Turin. Ich weiß nicht, wo weitere solche... Es ging ja mal so das Gespenst eines in Saluren um. Ja, genau. Aber das ist kein Thema. Vor allem auch, weil, und das muss man auch nochmal betonen, die ganze Zahl dieser Flüchtenden ja dramatisch gesunken ist, wenn wir uns vor Augen führen. Also im Vergleich zum vergangenen Jahr haben wir heuer in diesem Halbjahr schon 20% weniger an Geflüchtete und bereits der Höhepunkt der Flüchtlingskrise war 2016, im Sommer 2016. Also Gott sei Dank reichen wir an diese Zahl bei Weitem nicht mehr heran. Und da möchte ich aber ganz schnell noch was hinzufügen. Menschen kommen, ob wir wollen oder nicht. Die Balkanroute wurde geschlossen, dann kommen sie wieder übers Mittelmeer. Jetzt ist im Mittelmeer durch Salvinis Aktionen ist auch nicht mehr attraktiv oder einfach, sagen wir so, nicht attraktiv, das wäre ein kompletter falscher Bericht, nicht mehr einfach in Italien zu landen. Jetzt stranden sie in Spanien. Spanien übt dermaßen auch massiven Druck auf die EU aus, um endlich eine gemeinsame, strukturierte Herangehensweise an das Thema zu machen. Aber wie gesagt, die Routen verlagern sich. Eine geschlossen, tut sich die nächste auf. Herr von Acht? Ja, sehen Sie, es ist eben genau das, was ich vorher angesprochen habe. Das ist eben diese Kapitulation der Politik vor einem Zustand, den man meines Erachtens schon ändern kann. Und zwar kann man den insofern ändern, indem man, genauso wie es jetzt Salvini vormacht, genauso wie es übrigens dein Parteikollege Kurz vorgeschlagen hat, indem man zum Beispiel Abschiebungen, ja, ihr seid ja sehr eng mit ihm und ich bin sicher, im Wahlkampf wird er seine Auftritte auch bei euch haben, nehmen wir mal stark an. Jedenfalls die Ärgern, ja, okay. Dann jedenfalls, der Herr Kurz hat vorgeschlagen, und das unterstützen wir schon, zum Beispiel auch diese Transitzentren außerhalb der EU zu errichten. Und das ist zum Beispiel eine Variante, die ich für gangbar halte. Das ist eine harte Variante. Wie ich anfangs gesagt habe, wenn man diese Migration unter Kontrolle kriegen möchte und stören möchte, dann muss man bereit sein, harte Maßnahmen zu treffen. Australien zeigt es vor. Australien zum Beispiel führt eine sehr rigide Einwanderungspolitik schon seit Jahren durch und führt die schlichtweg alle, rettet alle aus der Seenot, führt sie aber direkt in Auffanglager außerhalb Australiens wieder zurück. Es gibt kein klassisches Einwanderungsland, das das Scheunentor öffnet. Keines. Und wenn Brigitte Foppa vorher gesagt hat, ja, wir müssen uns für das Elend in Afrika verantwortlich zeigen, also jetzt mit Verlaub, gell? Keine Frage, wenn wir da sprechen über Wiederaufbaumaßnahmen, keine Frage, dass es da sehr viel Potenzial gibt, dass die Entwicklungshilfe in großen Teilen komplett falsch läuft. Weil sie zum Beispiel dort gewachsene Strukturen zerstört, indem Billigprodukte aus der EU dort importiert werden und die letzten paar hundert auch noch die Lebensgrundlage entzieht. Keine Frage, über das können wir alles diskutieren. Aber für nach mittlerweile nahezu 65 Jahren Dekolonisation, muss ich einmal sagen, nein. Also irgendwann, diese Völker wurden in die Unabhängigkeit entlassen und früher oder später muss man sein Schicksal auch selbst in die Hand nehmen. Ich fühle mich nicht verantwortlich und wehre mich auch dagegen, dass unseren Landsleuten hier ein schlechtes Gewissen aufgedrückt wird. Und ich wehre mich auch dagegen, dass unseren Landsleuten eine Bringschuld aufgedrückt wird. Integrationsmaßnahmen sehen wir als notwendig und sinnvoll an.
für Personen, die hier Arbeit haben, die wir brauchen. Und niemand hat behauptet, dass wir nicht Zuwanderung von Fachkräften oder Zuwanderung in Mangelberufe brauchen. Niemand. Das sind wir die Ersten, die sagen, richtig. Aber das ist eben diese Fachkräftezuwanderung, diese Zuwanderung, die wir brauchen. Und diese humanitäre Zuwanderung in diesem Ausmaß, noch dazu nicht gerechtfertigt durch geltendes Asylrecht, lehnen wir ab. Und die Erweiterung der Asylgründe auf Klima und andere nicht nachprüfbare Faktoren, ehrlich gesagt, das würde bedeuten, hier wirklich Tür und Tor zu öffnen. Wir würden ja, also, ich meine, ich weiß nicht, wie sich das die Grünen dann in der Praxis vorstellen. Da fehlt mir jetzt die Vorstellungskraft. Aber hingegen die Vorstellungskraft, straffällige Asylwerber abzuschieben in zum Beispiel Transitzonen außerhalb der EU, da fehlt mir die Vorstellungskraft nicht. Und hier jetzt einfach die Hände in den Schoß zu legen, eben merkelianisch, und zu sagen, da kann man halt einfach nichts machen, oder wie hat es die Frau Merkel mal, wurde ja zugeschrieben, mir egal, ob die Flüchtlinge da sind, jetzt sind sie, ob ich schuld bin, dass die Flüchtlinge da sind, nun sind sie halt mal da. Also das ist etwas, was ich mir von der Politik nicht erwarte. Das ist eine Kapitulation. Sepp Kustatscher möchte das Wort ergreifen. Ah, im Mikrofon vielleicht. Hört man's? Für mich läuft es sehr vieles zu einfach. Es fängt aber damit an, dass man Angst schürt, verängstigte Leute, und sonst so nehmen heute Leute die Bildzeitung anschauen, dass verängstigte Leute mit der Statistik sich sehr schwer tun und einfach die Sachen nicht glauben, die Tatsachen sind. Deshalb aufgebauschte Zahlen, was da alles kommt und so weiter. Also Angst wird geschürt und Hass wird gepredigt. Danach ist es natürlich mit einfachen Lösungen. Man macht in Libyen ein Abfangslager. Ich würde einfach Sie einladen, gehen Sie mal in der Türkei, in Libyen, solche Abfangslager anschauen. Und versuchen Sie mal, in dort eine Rolle zu spielen. Zur ganzen Thematik auch Entwicklungshilfe. Es war vieles daneben. Nur, was ich empfehle da als Lektüre, Sean Singer, der sich sehr viele Jahre auch mit seinen Studenten damit befasst. Schatzinger sagt, wir geben ein bisschen Almosen, aber wir stehlen ihnen. Wir stehlen den Afrikanern das Siebenfache. Afrika wäre der reichste Kontinent, würde nicht Europäer, Chinesen, Amerikaner und alle Leute dieses Afrika ausplündern und die Korrupten als Staatsmänner unterstützen. Die Sache ist viel, viel komplexer wie Sie. Ich empfehle noch, neben Schatzinger zu lesen, und wirklich auch noch Laudato Si zu lesen, wo der Papst sagt, diese Wirtschaft tötet. Und wir aber hier in Südtirol, wenn Sie zwei Namen wollen, Robert Bichler und die Brüder Boschner, die auch auf Kosten dieser armen Leute das weitertreiben, was wir mit Versklavung, mit Kolonisation angefangen haben. Also wir haben sehr wohl Schuld, sollten wir mithaben, was international passiert, weil wir meinen, zuerst wir, denn die anderen gehen uns nicht an. Das ist eine viel zu einfache Lösung. Ja, Herr Kustatscher, danke. Also der Sean Ziegler ist mir bekannt. Es ist so, wie ich es vorher schon gesagt habe, sicher, ja, da gibt es auch über diese Freihandelsabkommen, die hier dauernd abgeschlossen werden, da gibt es ganz klar, werden die über den Tisch gezogen, da gibt es große Blöcke, die sich das untereinander ausmachen. Es kann aber nicht sein, dass wir deswegen hier Tür und Tor öffnen. Denn dann passiert nämlich genau das. Die Leidtragenden von dieser illegalen und unkontrollierten Migration sind ja hier auch nicht die von Ihnen zitierten Südtiroler Unternehmer oder jemand, sondern genau hier unsere Arbeitnehmer, genau die werden mit dieser, zum Beispiel am Arbeitsmarkt mit der Konkurrenz, mit der Billigkonkurrenz unter Druck gesetzt, genau die sind das Erste, die es spüren, wenn es um die Sozial- und Verteilung der Sozialhilfen geht, genau die werden unter Druck gesetzt. Wenn Sie sagen, auf großer globaler Ebene läuft vieles falsch, bin ich durchaus bei Ihnen. Was ich aber mich dagegen explizit und dezidiert nochmal wehre, ist, dass wir Europäer als Europäer hier irgendeinen Schuldkomplex haben sollten. Das ist meines Erachtens nicht angebracht. Das ist keine Erbschuld, die wir da haben. Das mag die Schuld von Einzelnen sein, das mag die Schuld von Konzernen sein, es mag sein, dass hier auch viele davon profitieren. Viele, sagen wir mal, profitieren, tut hier mal eine kleine Clique in erster Linie von diesen ausbeuterischen Maßnahmen. Aber ich wehre mich dagegen,
dann im Umkehrschluss hier eine Verpflichtung für alle daraus zu stricken, die unsere Sozialsysteme ins Wanken bringt, die unsere Sicherheit für unsere Bürger gefährdet und wo dann die Politik bei dieser sehr ernsten Herausforderung gerade die etablierten Parteien sofort kapitulieren und sagen, kann man halt nichts machen, Schicksal. Wir kapitulieren nicht. Wir gehen den Weg der Integration, mein Lieber. Und die anderen internationalen Flüchtlingsströme, wie schon gesagt, die halten wir als kleines Land Südtirol beim besten Willen nicht aus. Unser Weg ist es, mit den gegebenen Umständen, aus den gegebenen Umständen das Beste zu machen und nicht noch die Leute aufzuhetzen gegeneinander. Das, was ihr die ganze Zeit macht. Und gerade vorhin hast du erwähnt, die Mangelberufe, da seid ihr einverstanden, dass die Menschen kommen und in diesen Mangelberufen arbeiten. Dann sind wir wieder beim gleichen Thema. Sie dürfen kommen, wenn wir sie brauchen, aber wenn sie unsere Hilfe brauchen, dann bitte, bei Gott bleibt alle weg. Und dann zu ihrem Parteikollegen Strache. Zu ihrem Parteikollegen Strache. Der lässt ja jetzt nicht mal mehr die ran, die man bei den Mangelberufen bräuchte. Österreich streicht jetzt auch noch dieses Programm für Asylantragstellende. Ist das der richtige Weg? Ich denke, wenn wir Menschen hier haben, die bei uns Zuflucht gesucht haben, dann sollten wir ihnen wenigstens hier die Möglichkeit geben, sich auszubilden, Sprachen zu lernen, dass wenn sie dann einen negativen Bescheid kommen, in der Zwischenzeit was gelernt haben. Das ist immer noch besser, als dass sie irgendwo rumsitzen und den ganzen Tag griesgrämen und den Tag nicht rumbringen. Wir haben Programme aufgesetzt für Asylantragstellende, es gibt Fortbildungs-, Weiterbildungskurse, alles Mögliche, damit wir sie nachher in eine Freiheit entlassen, damit sie etwas anfangen können. Und Brigitte Vopper hat es vorhin schon erwähnt. Wir haben von den ganzen Asylantragstellenden, von den Flüchtlingen hier in diesem Lande, einen Drittel bereits mit einem Arbeitsvertrag und die fast alle anderen sind mit Praktikumsverträgen oder anderen kurzzeitigen Befristigungen beschäftigt. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Nur das so glaube ich genau. Und nicht. Dann noch eines. Du hast vorhin gesagt, Florian, unsere Leute spüren es, wenn diese Leute herkommen. Ich glaube, bis heute hat es kein einziger Südtiroler an seiner Geldtasche gespürt, wenn die herkommen. Und davon bin ich überzeugt, denn die Sozialleistungen, die Grundleistungen, aber auch die Zusatzsozialleistungen werden nach wie vor im gleichen Maße für Einheimische gleich ausbezahlt wie vorher. Und es gibt Grundleistungen für Flüchtende, für arme Menschen, die in dieses Land kommen. Und das sind wir, glaube ich, diesen Menschen auch schuldig. Und denn Menschen in schwierigen Situationen gehört geholfen, egal woher sie kommen. Da stelle ich keine Balken auf oder irgendetwas. Und diese Sozialleistungen wurden im Gegenzug für die Südtiroler nicht gestrichen oder irgendwo in irgendeiner Weise herabgesetzt. Und das Gleiche gilt für die Arbeitsplätze. Diese Menschen, die zu uns kommen, kriegen dann eine Arbeit, wo der Südtiroler nicht mehr und die Südtirolerin nicht mehr rangeht. Und nicht, dass diese Menschen irgendeinem Südtiroler oder einer Südtirolerin einen Arbeitsplatz nehmen würden. Das stimmt schlichtweg nicht. Und dagegen verwehre ich mich, denn das höre ich ständig von eurer Seite, dass die Sozialleistungen zurückgehen, dass sie uns die Arbeitsplätze wegnehmen. Und beides ist schlichtweg falsch. Und damit erzeugen wir Hetze. Brigitte Vopper wollte das Wort. Ja, ich möchte auch zum politischen Ausschlachten dieser Thematik nochmal zurückkommen. Denn man kann wirklich auch einen Konflikt unter Armen konstruieren. Und das wird getan. Das wird super erfolgreich in ganz Europa getan. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was für unsägliche Aussagen ich vom Innenminister Italiens höre, für den ich mich wirklich schäme, dass ich zu diesem Land gehöre und ich bin gerne in Italien. Also das ist wirklich unter jeder Kanone. Wenn ich gehört habe, dass hier von Kreuzfahrten gesprochen wird, dann ist das dermaßen ein politisches Kapitalschlagen auf dem Rücken von Menschen, die in einer elenden Situation sind und die ein brutales Risiko auf sich nehmen. Und da, ich meine, man muss es euch zugute halten, ihr seid da schrecklich erfolgreich mit dem. Und das kommt so weit, dass das Gefühl entsteht, es sind zu viele, auch wenn es so ist, wie in meinem Heimatdorf Montan, wo eine Frau, ein Mann und ein kleines neugeborenes Kind im Dorf aufgenommen worden sind. Und das Dorf, denn das Schöne ist, Welzer sagt, wir sind die Mehrheit. Und die Mehrheit sind die Menschen, die eine offene Gesellschaft wollen und die nicht sich verschließen wollen hinter Mauern und hinter irgendwelchen Abwehrmechanismen, die auf Kosten von anderen gehen.
Mein Dorf hat geholfen, diese Menschen aufzunehmen. Es sind in ganz wenigen Tagen sind die Möbel geliefert worden von Menschen, die das nicht mehr gebraucht haben. Man hat ausgemustert. Es wurde eine leerstehende Wohnung hergenommen. Es hat jede Menge Freiwillige gegeben, die sich gekümmert haben und so weiter. Es war ein kurzer Bericht in der Tagesschau und die Bürgermeisterin hat Drohbriefe gekriegt. Aber wie kommt das, dass man jetzt mit diesen Meldungen trotzdem mit einer, sagen wir mal, positiven Integrationspolitik anscheinend in Europa keine Wahl mehr gewinnen kann? Das ist etwas, dazu möchte ich wirklich was sagen, denn etwas, mit dem wir natürlich als Grüne, die ja für dieses Thema immer wieder den Kopf hinhalten müssen, das wird uns ja immer wieder gesagt. Stimmt übrigens nicht, in Europa haben die Grünen, in Deutschland haben die Grünen nicht gewonnen, trotz einer sehr klaren Linie im Bereich Migration. Also es ist nicht mathematisch. Aber auch uns, ich erzähle es immer wieder und ich habe mir vorgenommen, in diesem Wahlkampf werde ich das immer wieder erzählen, ist heute ja für mich der erste Abend, dass uns geraten wurde, lasst die Hände vom Migrationsthema, sagt dazu gar nichts, geh am besten gar nicht hin. Genau, das habe ich auch in der FF gelesen. Geh am besten gar nicht hin, lass das so von der und das sollen alle, sonst wirst du mit dem identifiziert und das kostet euch Stimmen. Und ich habe mir dann gedacht, ist mir egal. Ich mache im ganzen Land seit Jahren Abende zu Zivilcourage und sage, wir müssen das sagen, auch wenn es weh tut, wir müssen zu unseren Werten stehen. Deshalb habe ich mir gedacht, wenn ich jenen Teil des weltoffenen und humanen Südtirols vertreten kann, dann bin ich darauf stolz. Und wenn andere hingegen für das Abschotten sind und für eine beginnende Entsolidarisierung der Gesellschaft, dann schaut euch bitte mal an, wie viele Dinge, auch wie viele Wörter jetzt wieder genauso auftauchen wie in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Und man darf sich nie in Sicherheit wiegen, dass nicht mal wieder totalitäre Zeiten kommen. Ich male nicht gerne den Teufel an die Wand, wirklich nicht. Aber es hat mal eine Weimarer Republik gegeben, die war sehr weltoffen und sehr modern. In 8 Jahren ist es dazu gekommen, dass es Sündenböcke gegeben hat, dass man auf einmal gesprochen hat, wie viel Juden kann der gesunde Volkskörper überhaupt aufnehmen. Wir sprechen das auf, wir sprechen von Aufnahmefähigkeit unserer Gesellschaft, ist uns das aufgefallen? Ich werde immer wieder gefragt, wie viel tragt es eigentlich? Wie viel halten wir überhaupt aus? Als ob man das quantifizieren könnte. Also ich warne davor und ich sage, es wird auch wenn es in dieser Zeit nicht gut ankommt, auch die Arbeitnehmer in der Volkspartei werden sich mit diesem Thema schon auseinandergesetzt haben, nehme ich an, dann ist es trotzdem wichtig, am Ende des Lebens zurückzuschauen und zu sagen, ich habe damals halt nicht geschwiegen, nur weil es vielleicht gelohnt hätte. Ich sehe, es regt sich was im Publikum. Ganz kurz zu replizieren, nachdem ich dort angesprochen habe. Gerne. Ja, danke schön. Also ich sehe schon wieder die üblichen Worte, Hetze, jetzt kommt sogar wieder da so ein. Ein versteckter Nazi-Vergleich, also nicht versteckt, also sehr gut, also ein offener Nazi-Vergleich. Sehr schön, ich meine, da muss ich jetzt auch schon mal sagen, wenn Sie sagen, die Leute haben Angst, es wurde sehr lange wurden sämtliche Probleme in der Integration totgeschwiegen, unter den Teppich gekehrt. Und genau mit dem, was Brigitte Fopper jetzt stellt, das Schreckgespenst einer totalitären Versuchung, wirft sie an die Wand. Ich sehe es genau umgekehrt. Die totalitäre Versuchung meines Erachtens ist diese lähmende politische Korrektheit, die einem verbietet, über die wahren Probleme zu sprechen, das offen auszusprechen und in der offenen Diskussion die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten zur Debatte zu stellen. Das halte ich für totalitär. Und das ist das, was ich begrüße, wenn es nicht mehr so ist. Und genauso, wenn der Herr Kustatscher gerade jetzt hier die Bild-Zeitung angesprochen hat, die Bild-Zeitung stand an der Spitze 2015 der Refugee-Welcome-Bewegung, an der Spitze. Und wenn sie sich jetzt gedreht hat, die Bild-Zeitung, dann ist es ganz einfach so, dass sie die Stimmung und die Probleme, die unten im Volk bestehen, aufgenommen hat. Und wenn die Magdalena sagt, hier gibt es überhaupt keine Probleme, also mit Verlaub, da würde ich empfehlen, einen Besuch der Ersten Hilfe in Bozen, beziehungsweise des Bahnhofsparks in Bozen. Ich arbeite dort genau gegenüber und dann sieht man, wo das hinführt, wenn eben hier nicht klare Regeln eingehalten werden, klare Grenzen gestellt. Und man spricht hier nicht von Abschottung, niemand hat von Abschottung, ich wiederhole noch einmal, Migration, die wir brauchen, Arbeitsmigration von Fachkräften und Mangelberufen bin ich dafür. Das, was der Strache da draußen gemacht hat, ist anders begründet gewesen.
Er verfolgt damit das Ziel, möglichst alle Pull-Faktoren auszuschließen. Dieses Ziel halte ich für richtig. Denn das, was hier die Damen in völliger Eintracht am Podium hier fordern, ist eben das Weitertragen einer Willkommenskultur, die falsche Erwartungen in den Herkunftsländern weckt. Und dann kommt es erst zu diesen Szenen, dass diese illegale Migration niemals aufhören wird und sich die Menschen Fingerkuppen verbrennen wie in den Aufnahmelagern von Lampedusa. Man muss diese unterbinden und klar kommunizieren, dass es diesen Weg der Migration nach Europa nicht gibt. Herr von Affen, sind Sie dann wieder für eine Quotenregelung, wie sie damals mit der Bossifini aufgehoben worden ist? Weil ja, es gibt natürlich interessante Parallelen, die Aufhebung der Quotenregelung und die legale Art und Weise, nach Italien zu kommen und die Flüchtlingsströme, die massiven Flüchtlingsströme. Sie wären wieder für eine Quotenregelung. Ja, das haben wir immer gesagt. Für eine Quotenregelung in Berufe, wo wir de facto wirklich Bedarf haben, also sprich Fachkräfte, Mangelberufe. Diese zwei Faktoren sind anzuerkennen. Aber das war es dann auch schon. Und die anderen? Die anderen Faktoren, die Brigitte Vogt zum Beispiel gesagt hat, Solidarität und so weiter und so weiter, gerne. Aber Solidarität ist auch erwiesen, dass ich mit einem Bruchteil dessen, was Integrationsleistungen hier kosten, zum Beispiel in den Herkunftsländern ganz anders helfen könnte. Und das muss das Ziel sein. Da bin ich dann wieder bei Ihnen, bin auch bei Herrn Kustascher vor, auch beim Herrn von ihm zitierten Herrn Sean Ziegler. Das sind brauchbare und interessante Lösungsvorschläge, es sind gute Analysen dabei, keine Frage. Mhm. Und wenn man Mittel einsetzen sollte, dann in diese Richtung, aber nicht in Integrationsleistungen für nicht anerkannte Asylwerber. Wir würden jetzt einige Fragen vom Publikum zulassen. Ich glaube, Sie waren die Erste. Ja, Frau Vogt, Sie haben am Anfang so eine Frage in den Raum gestellt, weshalb jetzt bei dieser Zuwanderung besondere Ängste bemerkbar sind bei der Bevölkerung. Und ich als Frau kann nur sagen, mir machen besonders diese patriarchalen Werte, die nach Europa gebracht werden, aus dem arabisch-islamischen Raum, große Angst. Und es ist einfach auch so, dass die Kriminalität unter den Einwanderern einfach nicht von der Hand zu weisen ist. Es ist nicht jeder nett, der kommt. Und hier hätte ich eine ganz konkrete Frage. Es wird ja immer gesagt, es kommen sehr viele Minderjährige alleine, ohne Eltern in unser Land. Wie wird festgestellt, ob sie tatsächlich minderjährig sind? Wie wird hier konkret dem nachgegangen? Oder beruft man sich einfach auf einer Selbstdarstellung des Einzelnen? Ich würde jetzt drei Fragen sammeln und das gehen wir geben wir es wieder in die Runde. Ist schon unschuldig. Meine Frage an den Herrn von Acher. Folgendes, ich meine, wir haben von den Zahlen her ja eh gehört, grundsätzlich ist die Problematik nicht mehr so dramatisch, rein von den Zahlen her. Nur die politische Diskussion ist natürlich immens aufgeladen. Und Wahlkämpfe sind natürlich eben dazu da, sich als Partei entsprechend zu positionieren. Man wird immer die eigene Terminologie also vielleicht eben noch zuspitzen gegenüber anderen Seiten. Also meine Frage dann, also wie weit, also wo ziehen die Freiheitlichen jetzt die rote Linie, also gegenüber Positionen, wie sie jetzt eben immer lauter werden, also Richtung wirklich eben gefährlich rechts, eben wenn man AfD und dergleichen eher hört, eben die also Signale, die man von Salvini jetzt hört, also eben wo die grundsätzliche also humanitäre Verpflichtung, also eben, wir haben hier in Italien ja eine Situation, eben auch in Europa insgesamt, eben wo die Flüchtlinge also wirklich eben auf Schlauchboote rauf sitzen können und her also nach Europa kommen. Nicht? Das geht in Australien und anderswo natürlich nicht. Und jetzt sind die da eben und drohen eben zu sterben. Also wie weit würden dann eben Rechtsparteien heute geben, eben bei Verweigerung eben von direkter menschlicher also Hilfeleistung, eben die eigentlich eben selbstverständlich sein muss. Aber was wir von Salvini zurzeit eben hören, also stimmt uns schon bedenklich. Eben. Und auch eben dann, wenn man
das so hernimmt, von der Orban her, den osteuropäischen Staaten, also mit solcher Selbstverständlichkeit, also die möglichen Integrations, also mal einfach Leistungen eben an, so auf sich nehmen, also die Staaten würden es ja schaffen, so einige Leute aufzunehmen und mit solcher Selbstverständlichkeit ablehnen, also Leute aufzunehmen, also wie weit darf man da gehen, also wo würden Sie die roten Linien ziehen? Ich möchte auch wissen, wie Sie das steuern wollen. Sie reden ständig von Steuern, den Migrationsfluss. Wie wollen die Freiheitlichen das steuern? Klare Regeln? Welche klare Regeln schlagen Sie vor? Wie wollen Sie die Wirtschaft in die Verantwortung nehmen? Ich hätte gern eine Erklärung. So mein Gedanke ist bei der Definition von einheimisch, den Sie so kurz gemacht haben, hängen geblieben. Ich hätte gern eine weitere Erklärung. Wer ist einheimisch in Südtirol? Okay. So, ich arbeite in einem Sozialdienst. Ich kann Ihnen sagen, dass das Sozialsystem nicht ausgehöhlt wird von den Flüchtlingen, weil die bekommen vorerst einmal nichts. So, und ich hätte gern, dass Sie sich endlich darüber informieren, wie das geregelt ist. Weil Sie machen Propaganda, Sie wissen genau, dass Ihre Wähler Menschen mit wenig Bildung sind. Sie können denen erzählen, was sie wollen. Ich hätte gern, dass Sie sich wirklich einmal über die Situation informieren, bevor okay. Sie solche Sachen wir haben, erzählen. Wir haben die einigen Fragen. Danke. Okay, kommen wir zu den Fragen. Beginnen wir bei Ihnen, Frau Fupper. Thema Männer, Thema nicht begleitete Jugendliche. Wie wird das Alter bestimmt? Ja, erstens eben die Minderjährigen. Also meines Wissens ist es so, dass es zur Identifizierung und zur Altersmessung, dass es da Röntgenaufnahmen gibt, in denen die Größe des Handgelenks gemessen wird und dann wird festgestellt, ob jemand minderjährig ist oder nicht. Wichtig ist, dass dann in der Aufnahme auf diese oftmals wirklich brutal traumatisierten Erlebnisse von jungen Menschen auch Rücksicht genommen wird. Deshalb hat man in Bozen, wo ja 80% der Flüchtlinge, der Menschen auf der Flucht aufgenommen werden, provisorisch aufgenommen werden in Situationen, ich weiß nicht, ob ihr die Situationen kennt, ich empfehle es sehr, sich ein Bild zu machen, denn es sind keine Zustände für junge Menschen mit psychischen Traumata. Auf keinen Fall. Das würden wir unseren Jugendlichen niemals zumuten. Keine Privatsphäre, keine psychologische Begleitung. Also ist überhaupt nicht auf sie zugeschnitten in sehr problematischen Situationen. Deshalb fordern ja auch jene, die sich um das Thema kümmern, schon seit langem auch einen Sprar für Minderjährige in Bozen. Soll jetzt auch eingerichtet werden, meines Wissens. Das Thema Männer hatte ich unter dem Thema Frauen abgespeichert. Okay. Und für diese Frage bin ich dankbar, weil ich hatte mir eigentlich vorhin eine Notiz gemacht, als der Kollege hier darauf hingewiesen hat. Und es ist so, dass wir uns schon seit langem als grüne Frauen auch mit diesem Thema intensiv befassen und auch Musliminnen dazu befragt haben. Denn es wird ja immer wieder in der Debatte darauf hingewiesen. Ich finde es einerseits ein wenig auch interessant, dass immer wieder auch davon ausgegangen wird, dass das Patriarchat hier bei uns überwunden sei, was ich nicht glaube. Und ich als Politikerin in erster Person das immer wieder feststelle in meinem politischen Alltag. Und ihr erinnert euch vielleicht an die Aussagen, die mir um die Ohren geflogen sind vor 1,5 Jahren, als es um das Thema Kruzifix ging und wie viel Sexismus da drinnen war. Also wie viel das Thema Kruzifix mit meinen Geschlechtsteilen in Verbindung gebracht worden ist. Es wäre einem Mann nie passiert. Kleines Beispiel. Wir können aber, es gibt noch sehr viel schlimmere Auswirkungen des Patriarchats in westlichen Ländern. Das Patriarchat ist natürlich auch Musliminnen zum Verhängnis, wenn sie zu uns kommen, dann kriegen wir erstens unser Patriarchat mit. Das gibt es.
Sie werden, wird nicht so schlimm sein, das lassen Sie bitte. Wir Frauen können das gut beurteilen, wie sehr das Patriarchat in uns hineinwirkt. Und ich möchte von Musliminnen erzählen, die gerade das als uns auch aufgezeigt haben, haben gesagt, auf uns wirkt ein doppeltes Patriarchat. Das Christliche, in das wir eingewandert sind, und das Muslimische, das wir mitbringen. Und das hat mir zum Beispiel sehr die Augen geöffnet. Ich war, wie gesagt, auf Reise in die Türkei und habe dort auch gerade dieses Thema sehr, sehr intensiv beobachtet. Denn natürlich, da haut es einem natürlich fast um, wenn man bestimmte Verschleierungen sieht. Das ist für uns nicht denkbar. Ich habe aber dann die Beziehung beobachtet, die zwischen Männern und Frauen ist, und habe festgestellt, es gibt keinen Zusammenhang, es gibt keinen klaren Zusammenhang zur Unterwerfung der Frau. Also es gibt Frauen, die verschleiert sind und unterworfen sind. Es gibt Frauen, die verschleiert sind und völlig frei sind. Man kann das nicht, also ich spieße es jetzt auf den Schleier zu, weil das bei uns immer so Debatte ist. Ne? Das ist ja natürlich nur ein Aspekt. Ganz sicher ist es ein Thema, wie auch muslimische Familienverhältnisse in unserem Gesellschaftssystem wirken. Und ich glaube, da gibt es nur ein einziges System, und das ist Frauen empowern, Frauen bilden, Frauen stärken. Wie gesagt, also ich sage dieses Beispiel immer, denn die Donne Nisa haben diesen so wichtigen Fahrradkurs für Frauen gemacht, und das haben die Freiheitlichen immer bekämpft. Und das ist eine ganz kleine, wichtige Maßnahme zum Empowerment, damit Frauen sich im öffentlichen Raum bewegen können. Und so gibt es viele andere. Wenn Magdalena vorhin auch von der aufsuchenden Familienarbeit beispielsweise gesprochen hat, dann ist es ganz wichtig, hier Frauen zu stärken, damit sie sich auch aus diesem zweiten Patriarchat, in dem sie drin stecken, zunehmend lösen können. Denn natürlich, wir als Frauen, die für Frauen arbeiten, können nicht sagen, da gibt es keine Unterwerfung, es gibt bei uns keine Unterwerfung, es gibt bei Ihnen schon, es gibt sie bei uns nicht. Es gibt verschiedene, und wir arbeiten gegen jede Art von Unterwerfung von Frauen, gegen jede. Trotzdem möchte ich da ganz kurz, bevor ich zu den sein, weil wir gerade beim Thema sind, das Thema auch von muslimischen Frauen aufgreifen. Erfahrungsgemäß auch immer mitbekommen habe, es ist sehr schwierig, muslimische Frauen in Sprachunterrichte zu bekommen, weil, da, wie Magdalena schon gesagt hat, sehr viel Beziehungsarbeit notwendig ist. Der Mann muss sich erst überzeugen, dass das nicht gefährlich ist und. Wie kommen wir aus dieser Situation heraus? Denn Beziehungsarbeit mit jeder Person, die jetzt hier in Südtirol lebt, zu machen, ist fast unmöglich. Also es gibt sehr gute Beispiele, und ich denke, das Interessante an diesem Thema ist ja, dass wenn wir es differenziert anschauen, dann kommen wir auch dazu, Probleme zu benennen und Lösungen dazu zu finden. Wir hatten mal die Direktorin vom Campus Rütli bei uns und haben uns gerade zu diesem Thema informiert. Das ist diese Schule in einem Problembezirk in Berlin, wo ein extrem hoher Migrantenanteil war und wo es wirklich fast zu einem sozialen Kollaps gekommen ist. Also ganz starke, degradierte Situation, in der es sehr starke Kriminalität gegeben hat. Keine deutschen Kinder wollten sich mehr einschreiben lassen und so weiter. Und sie haben das damals so gelöst, indem sie das gesamte Umfeld eingebaut haben. Und sie haben gesagt, es gibt den Schlüssel, den du finden musst. Und wenn du integrieren willst, dann musst du die finden. Und einer ist dann beispielsweise die Einladekultur, die in der muslimischen Welt sehr stark beheimatet ist. Also es ist in der muslimischen Welt sehr typisch, dass man Menschen zu sich einlädt. Beziehungsweise, dass wenn Menschen klopfen, dass dann aufgenommen wird, dass dann was angeboten wird, da wird dann alles aufgetischt, was einmal und gut möglich ist und so. Und man hat damals natürlich diese zusätzliche Sozialarbeit und Bildungsarbeit gemacht, um Frauen in die Bildung zu holen. Mhm. Und das hat absolut gut funktioniert. Und ich denke mir, mit diesen Zahlen, die bei uns sind, da ist es auch möglich. Meine Schwester arbeitet beispielsweise in der Bildungsarbeit bei dieser Familie in Montan. Und sie macht eben Sprachtandem mit der Frau aus Nigeria. Und da klappt das. Natürlich ist es ein Aufwand mehr. Aber ich sage auch als ehemalige Lehrerin, dass es auch andere Konfliktsituationen, zum Beispiel in der Schule, gibt, wo aufsuchende Elternarbeit notwendig ist. Also wir hatten, ich habe das auch erlebt, du musst manchmal zu den Eltern nach Hause gehen, sonst mit bestimmten Eltern auch aus unserem Umfeld, die kriegst du nicht in die Sprechstunde. Die sind vielleicht in einer sozialen, in einer brutalen Situation, und die musst du aufsuchen gehen.
Und ich glaube, also diese Zugänge gilt es eben zu schaffen. Und muslimische Frauen sind ein Schlüsselfaktor. Das ist ganz klar, ist immer so. Gut, vielleicht kommen wir auf das Thema Integration dann noch zu sprechen. Ich würde jetzt zur roten Linie vom Herrn. Klar, für uns ist zum Beispiel jetzt auf großer Ebene die australische Lösung eine Lösung, die wir für gut erachten. Das heißt, Rettung aus Seenot, aber dann zurückbringen auf Lager, auf Aufnahmelager außerhalb der Europäischen Union. Die müssen natürlich den europäischen Richtlinien entsprechen, menschenwürdig sein und dort dann durchlaufen des Asylverfahrens bei positivem Bescheid Einreise, Schutz auf Zeit bis zum Wegfall des Asylgrundes und bei negativem Bescheid Rückführung. Keine Einreise, auf keinen Fall. Das ist unsere Lösung zu dem. Bitte? Und am Sonntag in die Kirche gehen. Und am Sonntag in die Kirche gehen, weil ich finde es ehrlich gesagt, das ist schon das, was ich sage, Gesinnungs- und Verantwortungsethik. Gesinnungsethik, ja, das kann man sich leisten, wenn man als Politiker Verantwortung trägt, erwarte ich mir von einem Politiker auch, unpopuläre Maßnahmen zu treffen im Interesse der eigenen Bevölkerung. Das ist unser Ansatz. Wenn die Grünen natürlich einen anderen verfolgen, dann steht es ihnen frei. Ich persönlich möchte dafür einsetzen, dass die Grünen genau diese Ideen nicht verwirklichen, hoffe ich. Dadurch geht auch unser Einsatz. Denn ansonsten sehen wir für unsere Heimat schwarz. Könnte ich ganz kurz noch einwenden, bevor Sie auf Sie... Sie sagen Auffanglager in... nicht europäischen Gebiet, mit europäischem Standard. Jetzt erkennen wir diese Videos, die immer wieder auch in den sozialen Medien kursieren, wie jetzt Personen in diesen Lagern misshandelt werden, geschlagen werden, teilweise auch vergewaltigt werden. Wie kann die Europäische Union laut Ihnen das schaffen, diese europäischen Standards dort effektiv zu verankern, weil sich ja die Europäische Union sehr groß die Menschenrechte auf ihre Fahne gesetzt hat? Genau, das ist eben das, wofür wir kämpfen, das ist eben dieser Politikwechsel. Die Europäische Union zum Beispiel, das sind Projekte noch, die derzeit diskutiert werden, zum Beispiel könnte diese Lager auch selbst führen. Das heißt, wir sprechen nicht von den Lagern, von den wilden Lagern an der libyschen Küste, sondern von Aufnahmezentren außerhalb der Europäischen Union. Im Grundsatz das, was Sebastian Kurz vorgeschlagen hat. Da waren auch sogar schon mal griechische Inseln im Gespräch. Aber grundsätzlich Auffanglager außerhalb der Europäischen Union, geführt von Frontex oder einer anderen Organisation, noch zu schaffenden Organisation. Und dort werden diese Menschen untergebracht. Im Prinzip das Gleiche, was derzeit unter verschiedenen Namen, auch mit teilweise verschiedenen Aufgaben in Deutschland diskutiert wird, zwischen Transitzentren, Ankerzentren. Diese Zentren sehen wir natürlich besser aufgehoben außerhalb der Europäischen Union, geführt von der Europäischen Union allerdings, um dort die ganzen Asylwerber, um diese Asylwerber aufzunehmen, um dort das ganze Genehmigungs- und Asylverfahren abzuschließen. Weil wenn wir die erstmal ins Land hereinlassen, dann haben wir eben die Probleme, dass sie dann entweder bei negativem Bescheid abtauchen, schwierig rückführbar sind und diese ganzen Sachen. Ich darf die Menschen gar nicht mal, nach unserer Ansicht, der Außenschutz der Grenze muss klar definiert werden und verstärkt, dass diese Menschen gar nicht in die Europäische Union hineinkommen, sondern es gibt dann Anlaufstellen außerhalb der Europäischen Union und dort können sie ihren Asylantrag stellen. Und dort wird er dann auch bearbeitet. Okay. Zur Dame. Also zunächst mal weise ich das mit dem niedrigen Bildungsstandard unserer Wähler zurück. Man sieht, der Abend ist fortgeschritten, die Emotionen hoch. Einheimische für mich ganz klar sind zum einen einmal die deutschen, italienischen und ladinischen Südtiroler und natürlich auch und sehr gerne die Südtiroler mit Migrationshintergrund, die sich am besten integriert haben, die hier arbeiten, die im Ehrenamt tätig sind. Ich selbst war Geschäftsführer vom Südtiroler Schützenbund. Wir haben im Südtiroler Schützenbund auch solche Menschen, sehen wir als Bereicherung. Wir, muss ich allerdings auch sagen, wir streichen das nie heraus. Das sind immer nur die Medien damals, die es herausgestrichen haben. Und genau diese Mitglieder auf die Titelseiten geknallt haben und so weiter. Wir haben das total abgelehnt. Das sind für uns ganz normale Südtiroler, wie wir anderen auch.
Wir behandeln sie nicht extra, wir behandeln sie ganz normal. Das sind für mich Einheimische. Einheimische sind es für mich auch durchaus in der ersten Generation, wenn sie hier arbeiten, wenn sie sich integrieren, wenn sie einen Aufenthaltstitel haben, einen gültigen, und hier integriert sind, unsere Sitten und Gebräuche respektieren, unsere Sprache sprechen und integriert sind. Ein fünfjähriges Kind von albanischen Eltern, wenn die Eltern entsprechend integriert sind und hier arbeiten und tätig sind, ist ein fünfjähriges Kind sicher, kann, es ist nämlich immer eine Eigenentscheidung, ob man das auch möchte, ein Südtiroler werden. Es gibt ja gerade das Beispiel, weil Sie gerade, warten Sie, ich antworte Ihnen jetzt gerade. Also, das fünfjährige Kind kann sich, wie in Deutschland eben passiert, mit der zweiten Generation, von der ich vorher gesprochen habe, auch genauso gut entscheiden, sich nicht zu integrieren. Da wird wahrscheinlich kein Südtiroler werden. Das ist ja genau das große Problem, dass vor der Grenzöffnung 2015 in Deutschland breites diskutiert wurde. Rütli-Schule zum Beispiel, Neukölln, diese ganzen sozialen Brennpunkte. Ich antworte gerade zum fünfjährigen Kind und ich sage dazu, das fünfjährige Kind wird diese Entscheidung treffen müssen. Das kann nicht ich fürs Kind treffen. Wenn das Kind sagt, es pfeift auf die Südtiroler Kultur, es pfeift auf die Integration, ihm ist das wurscht, es will lieber Albaner sein, da würde ich mal sagen, schwierig. Und ich habe gesagt, wenn von, für mich, die hier, deutschen, ladinischen, italienischen, Südtiroler, die hier leben, sind Einheimische, und bei zugewanderten Menschen mit Migrationshintergrund kommt es auf den Einzelnen drauf an, ob er das machen möchte, ob er das möchte, sich integrieren, ob er Südtiroler werden möchte. Wenn er das möchte, dann wird es ihm auch gelingen. Und dann wird er auch schon in der ersten, auch er selbst wird Teil dieser Gesellschaft werden. Keine Frage. Aber das hängt von ihm ab, vom Einzelnen. Das kann man nicht pauschal sagen. Ich glaube, aber jetzt glaube ich, haben wir auf diese Frage schon mehrfach geantwortet worden. Ich glaube, das haben wir jetzt schon diskutiert. Brigitte wollte noch etwas sagen. Ja, weil mir etwas eingefallen ist zu diesem Thema. Und zwar hatte ich einen Schüler, der kam aus Truden. Und der ist in Truden aufgewachsen. Und ich hatte ihn in der ersten Mittelschule als Schüler. Und er hat sich absolut als Trudner gefühlt. Er ist mit den Trudner Kindern mit dem Bus runtergekommen nach Neumarkt. Und wenn ich ihn gefragt hätte, ob er ein Trudner ist, dann hätte er gesagt, er ist ein Trudner. Er hatte allerdings pakistanische Eltern, hat das Land seiner Eltern nie gesehen und nie gekannt und befindet sich jetzt seit einiger Zeit allerdings in Pakistan, weil er nämlich ausgewiesen worden ist. Sie kennen vielleicht den Fall. Und er ist in einem Land, mit dem er eigentlich gar nichts zu tun hat. Er hat damals zu Zeiten von IS ein fragwürdiges Post gepostet. Fragwürdige Posts lese ich übrigens jeden Tag, ich weiß nicht wie viele. Auf jeden Fall ist er genommen worden, hat ein kleines Kind und ist direkt nach Pakistan gekommen. Wenn jetzt Ihr Konzept von Einheimisch auf diesen meinen ehemaligen Schüler angewendet würde, was ich sehr gut finde, ja, dann hätte ich überhaupt kein Problem mit eurer Politik. Allerdings ist das nicht eure Politik. Und es geht nicht davon, ihr macht leider das eben nicht davon abhängig, ob sich Menschen als Südtiroler fühlen, sondern welche Dokumente, welche Ausweise und so weiter sie haben. Alles andere, dann wären wir uns sehr viel näher, glaube ich, in dieser ganzen Debatte und es wäre auch sehr viel leichter, über Integration zu sprechen. Da haben Sie jetzt hier ein bisschen gemogelt. Nein, das ist nämlich genau das, was die rechtliche Seite ist. Wenn der junge Mann da keine italienische Staatsbürgerschaft hat, gar, dann ist, und ich weiß nicht, aufgrund, ich habe gesagt, das war, das eines ist die politische Seite, das andere ist die rechtliche Seite. Sie haben da jetzt gerade einen Einzelfall zitiert, wo das Gericht, übrigens kenne ich den Anwalt dieses jungen Mannes sehr gut, ist auch der Anwalt des Schützenbundes und auch der Freiheitlichen hin und wieder. Also dieser, offensichtlich hat das Gericht dort entschieden, nach rechtsstaatlichen Maßstäben, dass der Mann auszuweisen ist. Und genau das ist passiert. Das ist eine rechtsstaatliche Entscheidung, ja, die zu respektieren ist. Wir sprachen aber vom Einheimischsein. Und der hätte eigentlich,
diesen Standards, die Sie hier gesagt haben, total entsprochen, wie Sie jetzt hier in der Antwort gesagt haben. Deshalb habe ich das Beispiel jetzt genannt. Egal, auch die Ausweisung ist in dem Fall sekundär. Ich will nur sagen, Leute, die euren Standards sehr wohl entsprechen, die werden dann aber nachher nicht mehr als Einheimische wahrgenommen, für die gilt eine andere Rechtslage. Und da seid ihr ein bisschen Widerspruch. Nein, das eben genau nicht, weil offensichtlich war der Mann eben nicht so integriert oder war es dann nicht mehr, wenn er zum Beispiel Posts vom IS für gut findet oder offensichtlich Sachen oder Handlungen setzt, die für den italienischen Staat, der nicht dafür bekannt ist, besonders restriktiv vorzugehen, wenn er solche Handlungen setzt, die zu einer Ausweisung führen. Das heißt, dieses Gefühl, Südtiroler zu sein, dürfte offensichtlich nicht sehr stark verankert gewesen sein und führte deswegen zur Ausweisung. Okay. Sind noch Fragen, Stellungnahmen? Schauen, ob es geht. Gut, geht's ja. Na, das eine, was ich sagen wollte, ist das mit den drei Flüchtlingen in Montan. Ist natürlich schön und gut, wenn eben die Bevölkerung solidarisch ist und hilft und den Leuten zur Seite steht. Die Südtiroler sind ja auch freundliche, nette Menschen. Aber ich glaube, das, was das Problem ausmacht, ist ja nicht, dass die drei nach Montan kommen, sondern dass die Leute wissen, dass in Afrika, glaube derzeit ungefähr 60 Millionen Leute darauf warten, um eben nach Europa einzureisen. In Asien wahrscheinlich ähnlich viele. Und das Problem ist ja die Zahl. Weil drei Leute in Montan, oder das Beispiel vom Walterhaus, das ist sicher nicht das Problem. Das politische Problem ist entstanden, wie die deutsche Bundeskanzlerin diese Öffnung der Tore verkündet hat und die Leute gesehen haben, dass da Tausende, zigtausende, vielfach eben auch männliche, junge Leute und so weiter, ohne Familien, einfach über die Grenzen marschieren und Einlass verlangen. Das hat zum politischen Umschwung in Österreich, in Italien, bald wahrscheinlich auch in Deutschland, zum Brexit und so weiter geführt. Das Problem der Zahl, das ist etwas, über das wir nachdenken müssen. Und das kann nur über eine Steuerung von Einwanderung passieren, meines Erachtens. Deswegen, wenn wir sogar hergehen würden und das Asylrecht ad absurdum führen und sogar Klimaflüchtlinge oder Hungerflüchtlinge konstruieren würden, dann würde es bedeuten, dass wir ein Recht auf Einwanderung erzeugen und dann eben die zig Millionen sich den Weg nach Europa suchen wollen. Also das halte ich für nicht durchdacht und den falschen Weg. Und dann noch etwas, was du vorher gesagt hast, mit dem Asylverfahren und dem Arbeitsplatz. Also die österreichische Regierung macht es meines Erachtens sehr richtig, weil nämlich aufgrund der bisherigen Ausnahmeregelung, dass Flüchtlinge, deren Asylstatus noch nicht festgestellt wurde, also im Verfahren sich befindliche, ausnahmsweise eben einen Lehrberuf oder eine Arbeit nachgehen, das ist natürlich der völlig falsche Weg, weil dann führt es dazu, dass Druck aus der Wirtschaft erzeugt wird, um eben diese Arbeitskraft zu erhalten und dadurch eben das Asylverfahren verfälscht wird. Deswegen muss man meines Erachtens eben während des Asylverfahrens, und das sollte natürlich möglichst kurz sein, damit eben alle Beteiligten dann nicht zu lange warten müssen, soll man eben keine Arbeitserlaubnis erteilen, sondern die Leute versorgen und ihnen halt helfen, vorläufig, aber nicht die in den Arbeitsmarkt integrieren. Deswegen diese Lösung ist richtig, weil sonst wird nämlich auch das Asylverfahren ad absurdum geführt. Ich möchte eine kurze persönliche Rückmeldung geben, ohne jetzt auf die politischen Fragen genauer einzugehen. Ich bin in keiner Partei eingeschrieben und ich arbeite seit 40 Jahren in der professionellen Sozialarbeit. Und ich habe heute feststellen müssen, zu meinem Bedauern, dass es da sehr viel Unkenntnis gibt bezüglich nicht nur das, was du vorhin schon gesagt hast, aber generell, was die Probleme, Bedürfnisse von Menschen aller Nationen, junger und alten geht. Ich habe auch mit nicht begleiteten ausländischen Minderjährigen gearbeitet und arbeite immer noch. Und das tut mir wirklich sehr leid, dass so viel Unkenntnis ist in diesem Gebiet. Und zum heutigen Abend möchte ich noch anmerken,
dass ich festgestellt habe, dass die beiden Frauen viel sachlicher und fachlicher gesprochen haben. Normalerweise sagt man ja, Männer sind sachlich, Frauen sind emotional. Beim heutigen Abend habe ich das genau umgekehrt bemerkt. Und vielleicht ist es Ihnen selbst nicht aufgefallen, mich hat das sehr gestört, dass Sie einige Male die Augen gerollt haben, während die Frauen gesprochen haben. Es sitzen hier mündige Bürger und ich würde Sie bitten, dies im Kopf zu behalten. Wir sind ja nicht blöd, das merken wir ja. So, das ist meine Rückmeldung. Ein persönliches Statement. Sind noch Fragen? Ich möchte einen Hinweis machen, und zwar, dass wir jetzt sozusagen die besten Europäer sind, jene, die die besten Zäune und Sicherungsanlagen aufbauen, damit ja niemand drüber kommt. Herr von Ach, wissen Sie, wie lange es überhaupt Grenzen gibt, wann die errichtet worden sind? Erst vor 100 Jahren, während des Ersten Weltkrieges, hat man zwischen den Staaten kontrollierte Grenzen gezogen, Vorratszoll gegeben, um zu kassieren. Aber keine Menschengrenzen hat es gegeben. Die sind erst während des Ersten Weltkrieges aus zwei Gründen errichtet worden, um Spione aufzuhalten und das Zweite, um Wehrpflichtige vor der Flucht zurückzuhalten. Also wir haben also erst so wenig lange Grenzen, auch wir Europäer wollen überall hinreisen und sind so strikt und streng, wenn jemand anderer auch reisen möchte. Einfach als grundsätzliche Überlegung und ohne Bewertung. Ein zweites, was man auch bewerten soll, und ich habe schon vorher gesagt, dass Leute, die verängstigt sind, sich mit Statistik hart tun. Wir haben 48.000 Ausländer in Südtirol. Davon arbeiten 46.000, die wir brauchen also. Die arbeiten bei uns, die brauchen wir. Und 2.000 sind ohne Arbeit hier, die brauchen uns. Und das ist halt auch einmal zu fragen, ja, sind wir als Gesellschaft nicht imstande, wenn wir so viele Ausländer brauchen und beschäftigen und teilweise ausbeuten, dann auch 2.000 Leute zu versorgen und zu verpflegen. Okay. Es sind keine Wortmeldungen, dann würde ich kurz auf die zwei Statements noch eingehen. Die Zahl der Flüchtlinge, es ist ja so, ich habe mir mal auch die Zahlen der Flüchtlinge in Europa angeschaut und es, glaube ich, sind ungefähr 0,9% an Flüchtlingen, die zurzeit in Europa anwesend sind. Also eine sehr geringe Zahl. Wobei man muss aber auch sagen, dass die fünf größten Nationen, Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich, und jetzt fehlt mir noch eine, Österreich, danke, die ungefähr 75% von diesen aufnehmen. Das heißt, brauchen wir in Europa eine Obergrenze an Flüchtlingen, wenn jetzt von Afrika so viele Richtung Europa wandern möchten. Wir wissen ja, dass bei Weitem die Zahl der Migranten wirklich höher ist. Wir wissen aber auch, dass die meisten Migranten meistens in den Nachbarstaaten angesiedelt sind. Beispielsweise auch in syrischen, die Türkei oder immer Libanon, genau. Frau Foppa, Brigitte, brauchen wir so eine Obergrenze? Müssen wir das reglementieren? Oder wie kann da die Europäische Union antworten? Frage auch an Magdalena Anhof. Also ich weiß nicht, ob wir sie brauchen. Ich weiß nur, dass sie einen Preis hat. Und dieser Preis ist, dass wir entscheiden als Europäerinnen und Europäer, dass das Menschenrecht, insbesondere Artikel Nummer 1, für einige Menschen gilt und für andere nicht. Denn der Artikel 1, ich sage es in jeder Debatte, sagt, dass alle Menschen gleich an Würde und Rechten geboren sind. Und wenn alle Menschen ein Recht auf Leben haben, dann glaube ich, wenn wir es beschließen, anderen abzusprechen, dann ist das der Preis. Und das ist für mich, und ich bin nicht Christin, das ist für mich als Humanistin ein zu hoher Preis. Und ich möchte einen Pfarrer zitieren. Es ist mir oft schon passiert, dass ich in Diskussionen war, und das ist für mich immer wieder unglaublich, dass ich in Diskussionen bin und das ganze Publikum, meistens organisiert von Schützen zum Beispiel, dass der ganze Saal mit mir nicht einer Meinung ist und die einzige Person im Saal, die das Gleiche sagt wie ich, ist der Herr Pfarrer. Und das gibt mir sehr zu denken.
Und einen Pfarrer möchte ich zitieren, das wurde mir erst vor kurzem erzählt. Das ist ein Pfarrer, der in Maria Weißenstein Messen liest. Und der hat vor kurzem gesagt, denn er kommt selbst aus Afrika, und er hat den Menschen, den Gläubigen dort gesagt, ich möchte euch bitten, am Sonntag nicht in die Kirche zu gehen. Ich möchte euch bitten, aber so zu leben, wie Jesus es gesagt hat. Und wir waren eine kleine Pfarrgemeinschaft, als diese Erzählung mir erzählt wurde. Und dort war ein Amtsdiener, sehr einfacher Mensch. Und der hat das dann so kommentiert, ja, die Leute tun halt das, was einfacher ist. Das tun sie lieber. Und ich denke mir, also ich habe mir diese kleine Episode zu Herzen genommen, weil ich glaube, das ist der Preis für diese Diskussion, die wir entweder zynisch führen können oder humanitär führen können. Und für mich gibt es da nur einen Weg. Und wenn dieser Weg auch über eine große kulturelle Veränderung gehen wird, dann wird er eben so gehen. Und wir müssen dann unsere kulturellen Mittel, unsere politischen Mittel, unsere Mittel als Europäerinnen und Europäer so zur Verfügung stellen, dass diese Veränderung positiv ist und nicht negativ. Aber der Preis, Menschen in den Hunger zurückzuschicken oder sie im Mittelmeer ertrinken zu lassen, das ist für unseren Kontinent ein zu hoher Preis. Ich würde gern die andere Frage aufgreifen, und zwar die Frage nach der Arbeit für die Asylantragsteller. Es ist ja so, dass nach 60 Tagen die Asylantragsteller arbeiten dürfen. Sie werden vielfach auch in freiwilligen Arbeit eingesetzt. Jetzt ist gesagt worden, sie sollen, also die Asyl, das Asylverfahren soll gekürzt werden, und in dieser Zeit sollten Asylantragsteller nicht arbeiten können. Ich würde dich fragen, wie siehst du das? Ist das realistisch? Ist das ein Ziel, das anzustreben ist? Ist es überhaupt anzustreben? Ich weiß, es ist Kompetenz des Staates, diese Gesetze zu erlassen. Aber nehmen wir mal an, Südtirol hätte diese Kompetenz. Wir hatten es bis 2015 so, dass Asylantragstellende nicht arbeiten durften, während das Verfahren lief. Und man hat sich umentschieden. Man hat 2015 dann dieses Dekret erlassen, dass eben Asylantragstellende nach 60 Tagen, in eine Arbeit gehen dürfen, in eine unbeschäftigte, in eine unbezahlte, und nach 6 Monaten, glaube ich, auch in einen wirklichen Arbeitsvertrag abschließen können. So, glaube ich, ist die Regelung. Meistens. Ja, und ich finde diese Regelung schon wichtig. Ich habe selbst, als die in der ersten Flüchtlingswelle und das erste Mal, dass Fischer-Heisel in Finden in Betrieb genommen wurde, mit diesen Flüchtlingen gearbeitet. Und ich habe gemerkt, dass sie durch Arbeit und durch Beschäftigung eine ganz andere Motivation wiedergekriegt haben, auch ihre Traumata ganz anders da verarbeitet haben. Und ich habe es einfach gespürt, dass es diesen jungen Männern unglaublich gut tut, etwas tun zu dürfen und auch gebraucht zu werden. Das ist ja für jeden Menschen bei uns dasselbe. Arbeitslose Menschen fühlen sich meistens nicht Teil dieser Gesellschaft, auch wenn sie hier geboren sind und hier arbeiten. Und das gilt dasselbe auch für diese Menschen, die zu uns herkommen. Über Arbeit geht halt viel, auch Identifikation, auch das Selbstbewusstsein, auch Sprache, das tut einfach gut. Und deshalb bin ich der Meinung, dass dies ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Egal, ob es dann irgendwo in freiwilligen, ehrenamtlicher Tätigkeit ist oder ob es dann auch eine bezahlte Arbeit ist. Ich finde es grundsätzlich ganz, ganz wichtig, dass wir das machen. Und deshalb glaube ich eben auch, dass die Entscheidung der ÖVP-FPÖ-Regierung in Österreich eine falsche ist. Und als Gegenzug hat man ja dort dann gesagt, man geht jetzt diese Rot-Weiß-Rot-Karte umstrukturieren, um wirklich nur in Kontingenten wieder die Menschen herzuholen. Ich finde das nicht für eine gute Lösung. Und vor allem auch dann nicht. Ich denke, wir eignen diesen Menschen Kompetenzen an. Und unabhängig, ob sie hier bleiben, nutzen ihnen diese Kompetenzen, die sie in der Zeit angeeignet haben. Also das macht etwas mit Menschen. Und auch wenn sie zurückgeschickt werden, sie haben etwas gelernt, das sie weitergeben können. Und ein kleines Beispiel, da hat es mal ganz eine tolle Reportage eben gegeben im deutschen Fernsehen über Menschen, die wieder zurückgewandert sind. Es wandern nämlich im letzten Jahr, im Jahr 2017, sind über 4 Millionen von Geflüchteten, die hier bei uns gelandet sind, wieder aus eigener Überzeugung auch wieder zurückgewandert.
Und da hat einer dieser Menschen gesprochen, Afrikaner, ich weiß nicht mehr aus welchem Staat, und der hat einen Lehrvertrag gehabt, Handwerksberuf, ist zurückgegangen und der hat in diesem Bericht gesagt, und wisst ihr, liebe Europäer, wenn ihr zu uns kommt und bei uns Projekte aufbaut, ist das vielleicht gut und recht, aber es muss von euch, wird von euch begleitet und wächst nicht aus uns heraus. Und wenn ich jetzt zurückgegangen bin und einen Betrieb aufgebaut habe, dann wächst es von uns herauf und hat Beständigkeit. Andere Dinge gehen ein, wenn dann die finanziellen Mittel aus Europa nicht mehr fließen. Ich aber kenne meine Menschen und ich weiß, wie ich diesen Betrieb jetzt auch weiterführen kann. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich finde das ganz wichtig und das ist unglaublich gut investiertes Geld. Und wenn wir sprechen immer in der Integration den Mehrwert auch an von Integration, was ich im Kleinen 1, es ist immer dieser Vergleich 1 zu 7, kommt 1 zu 7 zurück. Also diese Investition, die ich von 1 mache, vervielfältigt sich um das 7-fache und kostet mich danach einfach um ein Vielfaches weniger. Und deshalb ist das für mich ein unglaublich wichtiger Aspekt. Und wenn ich etwas zu sagen hätte in diesem Bereich, dann würde ich schauen, diese Menschen so schnell als möglich in die Arbeit zu bringen, ihnen etwas beizubringen, ihnen eine Lehre anzubieten. Das wäre für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Okay. Bleibt noch die Frage von Sepp Kustatscher zum Thema Integration, oder? Sepp, deine letzte, oder war es mehr eine Feststellung? Genau, ja, aber es war der zweite Teil. Migranten, ja, Ausländer. Okay. Mhm. Mhm. Und ob das der Sozialstand? Okay. Gut, dann würde ich sagen, es ist 21 Uhr, wir gehen in die Schlussrunde und da hätte ich eine kurze Frage und bitte um eine kurze Stellungnahme. Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Wunsch frei zum Thema Migration. Welchen Wunsch würden Sie äußern, in der Hoffnung, dass er realisiert wird? Wir fangen diesmal bei Brigitte Foppa an. Was ist dein Wunsch? Ja, jetzt so auf die Schnelle. Wäre ein realisierbarer Wunsch, da glaube ich nochmal die Diskussion darüber verändern würde, denn ich glaube, dass ein Grundthema ist die Debatte. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass in den Medien, ich habe auch mit Südtiroler Medien schon gesprochen dazu, dass niemals von Illegalen gesprochen wird, sondern dass von Menschen gesprochen wird, die entweder auf einen Asylbescheid warten oder einen abgelehnten Asylbescheid haben. Denn von Illegalen sprechen, wenn das in unsere Köpfe eingeht, dann ist da sehr vieles möglich und ich will das nicht. Mhm. Herr von Acht. Ja, ich würde mir wünschen, dass die Linie, die derzeit gefahren wird, also die illegale Migration zu unterbinden und in eine geregelte Migration überzuführen, dass diese Linie europaweit Mehrheit wird. Und ich denke, das ist ein realistischer Wunsch, denn die Vorzeichen stehen durchaus in diese Richtung, dass hier ein Umdenken stattfindet. Danke. Magdalena Amhoff. Und ich wünsche mir vor allem ganz viel Sachlichkeit bei diesem Thema, weniger Hass, weniger Hetze und einfach eine andere Herangehensweise an das Thema insgesamt. Das würde ich mir unglaublich wünschen. Und wenn ich jetzt bei der Schlussrunde darf, ich habe ein Buch mitgebracht, das ich sehr gerne gelesen habe, das mir unglaublich gut gefallen hat und das sehr viel auch zu diesem Thema aussagt und auch den Deutschen Buchpreis bekommen hat. Und wir versetzen uns in dieser Thematik allzu selten in die Situation des Flüchtenden oder der Flüchtenden hinein. Und ich möchte hier nur einfach eine kurze Passage zum Schluss vorlesen, weil ich einfach glaube, dass es ganz gut passt. Es geht hier um die Geschichte von Klaus. Als der Geschichte Bus klingt schlecht, ist es kurz? Das ist ganz kurz. Okay. Also die Geschichte von Klausnitz, die kennt vielleicht, hat noch jeder in Erinnerung, eine Gruppe von Flüchtenden, die mit einem Bus nach Klausnitz gefahren waren. Und hier ist die Frau, eine Frau, die, von der es beschrieben wird. Es zeigt, was der Hass anrichtet. Er zeigt, was er auslöst bei denen, auf die er sich richtet. Auf dem Boden sitzt eine der Geflüchteten aus dem Bus, eine verschleierte Frau, die schreit und weint. Wieder und wieder schlägt sie mit beiden Händen auf ihre Knie. Neben ihr hockt eine junge Frau und versucht, sie zu beruhigen.
Doch sie lässt sich nicht beruhigen. Die ganze Angst, die ganze Verzagtheit, die mitgebrachte wie die neu aufgebrochene. Sie lassen sich nicht mehr unterdrücken. Es ist ein verzweifeltes, unkontrolliertes Weinen ohne Halt. Und wir wissen, wie das in Klausnitz passiert ist. Die Geflüchteten sind angekommen und wurden konfrontiert mit einer Protestkundgebung der Bevölkerung vor Ort. Und diese Frauen, die eine unglaublich schlimme Reise hinter sich hatten, bereits traumatisiert waren und sich eigentlich in einer Situation befunden, wo sie geglaubt haben, so jetzt sind wir angekommen, wir sind in Schutz, erleben dann wieder aufs Neue Hass gegenüber ihrer Ankunft, noch ein weiteres Mal traumatisiert zu sein, das glaube ich, das zu verarbeiten, das glaube ich, ist gar nicht möglich. Das bleibt in diesen Menschen hängen. Ich wollte einfach diese Passage noch einmal vorlesen, weil sie mir auch einfach aufzeigt, wie es diesen Menschen auch geht und dass wir einfach das Menschliche bei all der Diskussion, die wir haben, nie aus den Augen verlieren dürfen. Gut, dann würde ich diesen Abend hiermit abschließen. Bedanke mich bei den Podiumsteilnehmerinnen für die rege Diskussion. Ich habe es nicht anders erwartet. Schade, dass vielleicht einige Personen eher nach Natz zur Rickertalschleife wahrscheinlich gegangen sind, als hier diese Diskussion mit zu verfolgen.